Mateusz, thank you very much for joining. You are the reigning and defending world champion. First of all, we got to speak about the new world champion who's getting crowned tonight. How do you assess his performance? It's an unbelievable week for Diego and Fridtjof. I'm very happy about them. If I was thinking who could win except us, this would be them. And I'm happy for Diego because this is the first time he's winning the world championships. He finished three times second and many times very close. So I'm happy for them. Of course, it's a sportsmanship and we are very ambitious and we wanted to win it. But, you know, the best team won. So congratulations for them. Sounds perfect. You're in second place, 12 points. What are your expectations of today and how do you have to sail? We focus on racing. It's going to be, I think, very good race. We don't want to risk on the starts. We have a very good speed. So if we will play smart, we know the weather forecast very well. And I've been here 20 times, so I know the place. So we're just going to sail beautiful race. And probably on the second half of the race, we'll look also where is the Austrian team, Croatian and the others, because we also have to secure the medal. Thank you very much. You're a little bit in a hurry. I'll let you go. All the best for the race. Cheers. Zurück zu euch. Ja, aber schön, dass er sich dann noch die Zeit genommen hat. Mateusz Kusniewicz, der zusammen mit Bruno Prada in Porto Chavo also Weltmeister in dieser Starboot-Klasse geworden ist, jetzt von Diego Negri und Fridtjof Kleen abgelöst wurde. Mateusz Kusniewicz, sehr erfolgreicher Segler 1996 bei den Olympischen Spielen in Atlanta, Goldmedaillengewinner im Findingi und jetzt immer noch mit dabei und vor allen Dingen auch immer noch auf Kurs Silber, das ist ja noch offen, Silber, Bronze, da kommen Minimum drei Crews noch für in Frage für die beiden übrig gebliebenen Medaillen. Da gucken wir dann nachher nochmal in Ruhe drauf. Ja, wir haben es jetzt schon mehrfach erwähnt, Diego Negri und Fridtjof Kleen, also Weltmeister schon einen Tag vor dem Ende der Regatten, weil sie halt so wunderbar gesegelt sind, konstant gute Ergebnisse eingefahren haben und dann am Ende auch, das haben wir eben auch schon von Mateusz gehört, verdientermaßen Weltmeister geworden sind. Und die Pressesprecherin der Starboot-Vereinigung, Rachele Vitello, durfte gestern an Bord bei den beiden, nachdem sie die Ziellinie überquert hatten und sich auf den Weg in den Hafen gemacht haben. Und sie hat wirklich sehr schöne emotionale Aussagen von beiden bekommen. All the things, all the long way to come to this finishing line. The wind came, the wind dropped, we were always adjusting. The very end, we had perfect tacks and trimming because we were preparing for Beijing Olympics and the Viareggio, France and everything. Current from one side, clouds coming. So is all my history coming, all my sailing history coming together here today. I think that was a really tough championship with some waiting in the beginning. And then two races, stay focused all time. So just I think is the good moment for a career of a sailor. It's a dream come true. I came second three times, and I don't know what I could do really better than this. I know that we did Mateusz, Xavier Oar, and the other guys in the patch. I should have done something special. And I think myself and Fridtjof, we really did that. We were being really focused on this championship, working hard with Werner Fritz that was supporting us with the sails. He came how many times, I don't know how many times he came to the Garda Lake and always trusting in us, in our inputs to perform the sails. And thanks to Folly that gave me these amazing, beautiful balls. I love her. Since I receive her, I love her. I call her 21 because after the pandemic and everything, it's like in blackjack, 21 is the winning number. So here is my baby. And thanks to my family, of course, my wife. Without her, no chance to do anything. So thanks to everybody. Hey, Fridtjof, this is not your first, but it feels good, huh? Yeah, it feels more special than the other ones because I think the biggest dream for me was to bring you to me not to cry. And you're fucking crying. My baby's crying. No, the goal was to bring him finally there, so it's good.
It's a bad one thing is bad. I cannot make the joke anymore, which I normally do. It's like, Diego, shut up, look up. There's a silver star. I have a gold one. So now we have two. So it's good. So I'm happy. Tonight, big party. No more diet for 1 year. I get fucking wasted now. I cannot put the bad word. Ja, tolle Bilder dort von Frithjof Kleen. Vielen Dank auch nochmal an den Kollegen Michael Trapp, der diese schönen Aufnahmen von Rachele Vitello besorgt hat, nachdem Lena Stückel sie im Internet gefunden hat. Und vielleicht sollten wir nochmal erklären, 21, so hat er sein Boot getauft, hat ihm sehr viel Glück gebracht. Und wir müssen auch noch sagen, Frithjof kann jetzt den Witz nicht mehr machen, den er mit Diego die ganze Zeit gemacht hat, der dreimal WM Silber gewonnen hat. Wenn er von ihm irgendwas wollte, hat er gesagt, Junge, sei mal lieber ruhig, du hast nur Silber, ich habe schon Gold gewonnen. Und er hatte nämlich mit Robert Stanjek zusammen 2014 schon den WM-Titel im Star gewonnen. Den Witz kann er jetzt nicht mehr bringen, aber wir haben ja selber gesehen, wie emotional dieser WM-Titel für ihn war, den er sogar noch höher einschätzt als den, den er mit Robert gewonnen hat. Genau, und das erkennt man nämlich auch an den Booten. Oben ist ja der Stern im Segel, das Emblem von der Starklasse. Und normalerweise sind die rot. Und wenn man den Weltmeistertitel gewonnen hat, dann darf man sich einen goldenen Stern ins Großsegel machen. Und wenn man einen Kontinentaltitel gewonnen hat, also Europameister oder nordamerikanischer Meister, dann eben den silbernen Stern. Okay. Wir können mal, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn wir es vorliegen haben, auf den Gesamtstand schauen, da wir gerade im Hintergrund Live-Bilder sehen. Die sechste Wettfahrt steht ja an. Also Diego Negri zusammen mit Frithjof Kleen vor der sechsten Wettfahrt bereits als Weltmeister-Duo feststehend. Warum? Weil sie den vierten Platz dann mit in die Wertung nehmen. Wenn sie heute 80. geworden wären, hätten sie das gestrichen und 5 + 4 ergibt 9 und damit werden sie immer noch besser als Matthäus Kusnierewitz mit Bruno Prada zusammen. Also Negri und Kleen heute auch gar nicht mehr draußen auf dem Wasser, hatten wir ja schon gesagt. Die genießen das Gefühl des Weltmeister-Daseins. Dahinter wird es aber nochmal eng, Lena. Also wir hatten gesagt, Silber, Bronze ist noch nicht vergeben und da kommen noch die einen oder anderen Crews für in Frage. Genau, und wenn wir uns die Streicher anschauen, sehen wir, dass sich die aktuell Zweit- und Drittenplatzierten gar nichts mehr leisten können. Die haben schon eine Qualifikation durch Frühstart drinnen. Die Boote dahinter haben nicht so hohe Streicher. Das heißt, die können noch angreifen. Das ist nur ein Punkt zwischen Tonchi und Hans Spitzhauer. Und bis zum 10. Platz sind nur 14 Punkte Abstand zum dritten Platz. Also um den dritten Platz, da kann noch jeder mitspielen. Die Zweiten, da müssten die anderen sich schon richtig anstrengen, um da nochmal irgendwie was dran rütteln zu können. Aber um Platz 3 wird es nochmal richtig spannend. Bestes deutsches Duo übrigens der Weltpräsident Hubert Merkelbach mit Kilian Weise zusammen Vize-Europameister in Split geworden in diesem Jahr und aktuell halt als bestes deutsches Duo auf Rang 9 vor Juan Kay, dem Argentinier, dicht dahinter und auch vor Merkelbach. Rohar Schönherr, der mit Markus Keuer segelt, nicht weit weg. Also da kann sich noch einiges verschieben in den Platzierungen. Ja, Sie sehen dort schon die 81 Boote aus 18 Nationen, die in der Startvorbereitung sind. Die letzte Information, die ich hatte, war, dass es, und das ist immer noch so, wie ich gerade sehe, eine Startverschiebung gegeben hat. Da hinten weht der AP-Wimpel, sehen wir gerade nicht. Wir haben gerade den Blick aufs Startschiff. Dort hinten, da ist der Wimpel. Also da müssen sich die Crews noch ein bisschen gedulden, bis es dann gleich zum Start geht. Wir haben übrigens auch noch für Sie vorbereitet diverse Interviews mit denen, die noch in Reichweite der Medaillen liegen, können nachher bestimmt auch noch mal rausschalten zu Johann Kohlhoff, wollen aber erstmal die beiden Österreicher hören, die momentan auf Rang 3 liegen und ja auch noch Bronze, vielleicht sogar Silber gewinnen wollen können. / Ingo Rohrbach hat mit Hans Spitzhauer und Christian Nehammer gesprochen. Danke, Alex. Die Drittplatzierten sind bei mir, Hans und Christian. Vielen Dank, dass es so kurz vorm Rennen noch klappt. 5 Punkte nach vorne, 1 nach hinten. Wie bewertet ihr die momentane Situation? Was geht noch? Ja, ich meine, gehen tut alles. Und schauen, dass wir heute eine gute Wettfahrt fahren. Das ist das Wichtigste. Wir werden uns auf uns konzentrieren. Wir haben ja sozusagen auch wie die Polen einen Frühstart schon drinnen. Das heißt, wir werden gut verhalten starten und dann Gas geben. Und das wird, glaube ich, das Wichtigste sein. Wie bewertest du, Christian, die Situation?
Ja, so ähnlich wie der Hans. Wir müssen natürlich schon auch nach hinten schauen. Unser eigenes Rennen segeln natürlich, aber auch nach hinten schauen. Das Gute ist in der Situation, dass unser direkter Konkurrent nicht nur einen Punkt vor uns sein muss, sondern gleich zwei Boote vor uns sein muss. Und das ist dann schon nicht mehr ganz so einfach. Und wir haben auch in den letzten Rennen gesehen, dass wir immer alles sehr knapp zusammen waren. Wie groß ist die Leistung von Diego zu bewerten, der nach viermal Vize-Weltmeister jetzt endlich die Krone sich aufsetzen darf? Ja, ich meine, die sind super gesegelt, gibt's gar nichts, haben das verdient gewonnen, eine tolle Leistung vor der letzten Wettfahrt zu gewinnen. Ist gut gelaufen für die, freue mich und ja, ich hoffe, sein Leben geht weiter. Dann schauen wir noch kurz auf die Situation draußen. Wie schätzt ihr die Bedingungen ein und wie geht's am Ende aus? Ja, ich denke, die Windbedingungen sind so ähnlich wie gestern, grundsätzlich. Vielleicht ein bisschen konstanter und ein bisschen stärker. Ausgehen tut so, wie wir jetzt in der Ergebnisliste stehen, denke ich. Dann drücken wir die Daumen, sagen nochmal herzlichen Dank, euch alles Gute. Zurück zu euch ins Studio. Ja, und wo Christian die Windbedingungen gerade auch nochmal angesprochen hat, haben wir auch vorhin von Meno gehört, der uns da doch einiges versprochen hat für die Bahn, auf der die Starboote unterwegs sind. Wollen wir jetzt mal rausschalten, um direkte Eindrücke vom Wasser zu bekommen, von der Regattabahn. Johann Kohlhoff, unser Außenreporter, ist wieder mit dabei und wird für uns auch diese sechste und letzte Wettfahrt bei der Starboot WM begleiten. Johann, was kannst du uns über die Rahmenbedingungen sagen und vor allen Dingen darüber, was der Grund für den AP-Wimpel sein könnte? Ja, danke Alex. Der Kurs wird jetzt gerade noch ausgelegt. Ich glaube, dass das Feld generell ein bisschen zu spät war und alles sich ein bisschen einfach nach hinten verzögert hat. Dafür gibt es keine... Also es gab keinen Vorfall, der das jetzt begründet, sondern ich glaube, dass einfach das Auslegen des Kurses ein bisschen länger dauert als sonst. Deswegen sehen wir jetzt gerade noch AP. Ja, wir sehen hier, wie sich die Starboote warm fahren. Die Bedingungen sind super. Westliche Winde, bisschen wolkiger geworden jetzt gerade. Aber es soll ja auch noch zunehmen und dadurch, dass die Rennen so lang sind, sehen wir auch bestimmt wechselnde Bedingungen, vielleicht mal ein bisschen mehr Wind mit den Wolken und es wird mit Sicherheit sehr interessant. Das Rennen um die Medaillen ist ja auch noch nicht entschieden. Ja, vielen Dank, Johann, für die Eindrücke. Wir melden uns nachher dann wieder bei dir oder du meldest dich einfach selbst, wenn es was Relevantes vom Wasser zu melden gibt. Wie gesagt, noch eine Wettfahrt wird ausgetragen bei dieser 99. Starboot WM. Übrigens schon das vierte Mal, dass die Stare hier ihren Weltmeister vor Kiel küren. So, wir haben noch das eine oder andere Interview für Sie, hatten wir gesagt. Ingo Rohrbach war heute Morgen wieder schwer unterwegs. Der Viertplatzierte, Steuermann Tončić Stipanović aus Kroatien, ist auch noch in Reichweite der Medaillen, der zusammen mit Tudor Bilic hier unterwegs ist. Und Ingo hat die beiden sicherlich auch nochmal nach ihren Chancen gefragt. Tončić, thank you very much for joining. So just one point to the third. What are your expectations for today for the last race here in the Worlds? Yeah, I mean, we have to sail a bit better than yesterday. Try to finish in front of the guys which we are fighting for the medal and, you know, try to be fast and high and with a good start. And I hope we made some changes for today, for the last day, and I hope we will get some extra speed and manage to grab a medal on the end. What are those changes, if we could ask? Yeah, a bit of setup in the mast and the new sail, main sail, so we will see. Having a look at the weather, how are you going to deal with those conditions? I mean, weather should be nice. We expected some wind, 10 to 15 knots, and so it will be full hiking for sure. So me and my crew have to push really hard to beat these guys. They are very fast. So many years in the class, we are a bit new. This is just our fourth race together, and also we just get this year this brand new, like new boat, Seastar, and we are really happy with the speed. But still, we have to improve a lot. So I hope that today we will start with the improvement and that on the end we will be happy. Sounds good. Having a look at Diego Negri after 4 second places. He won the World Championship yesterday. How do you assess his performance here in Kiel? I mean, they sailed really good above all of us. And Diego is in the class so many years. I think he deserves to finally get a gold star on his sail. And I'm really happy for him. He's a legend of this class here. Have a great last race. All the best for you. Zurück zu euch.
Also Tonči Stipanović sagt, Diego Negri ist schon so lange dabei. Der hat sich diesen goldenen Stern im Segel redlich verdient. Überhaupt schön zu hören, wie die Konkurrenten über Diego Negri sprechen und wie sehr sie ihm diesen Erfolg gönnen. Man kann es nicht anders sagen. Und das ist genau der Stern, den du gerade angesprochen hast, der goldene Stern, mit dem man dann unterwegs sein darf. So, 6 Minuten sind es noch bis zum Start der 6. und letzten Wettfahrt. Ich hatte es vorhin schon mal angekündigt, auf Rang 7 ein dänisch-deutsches Team, Jorgen Schönherr und Markus Koi. Markus Koi, der ja normalerweise auch fester Bestandteil der Crew von Kieler Woche TV ist und auch hier hin und wieder dann als Experte neben mir steht. Ich freue mich natürlich jetzt, dass Lena da ist, nichts gegen Markus, aber weibliche Unterstützung und Kompetenz. Also Markus, du nimmst mir hoffentlich nicht übel, aber du hattest ja eh was zu tun, wie wir jetzt dann auch gleich hören werden von dir. Wir vermissen dich natürlich. Ingo Rohrbach hatte die Gelegenheit, vorhin noch kurz mit dir zu sprechen. Ich gebe das direkt mal weiter, mein lieber Alex. Wir vermissen dich ein bisschen im Studio. Geht's dir ähnlich? Ja, auf jeden Fall. Also Kieler Woche TV, immer ein Highlight für mich auch. Mache ich gerne und ist auch immer eine Passion von mir. Aber natürlich, das Segeln ist mein Hauptberuf. Und das fiel diesmal übereinander mit der Starboot-WM. Deswegen bin ich jetzt auf dem Wasser und hoffentlich nächstes Jahr wieder im Studio zum Moderieren. Da freuen wir uns drauf. Lass uns ein bisschen aufs aktuelle Renngeschehen schauen. Der Weltmeistertitel ist schon vergeben. Ihr liegt aktuell auf dem 7. Was geht noch nach oben? Naja, das ist immer schwierig. Wir haben uns heute viel vorgenommen. Wir wollen noch mal richtig angreifen. Und mit ganz viel Glück können wir noch in den Bereich 4., 3. Platz kommen. Da muss aber wirklich alles gut gehen. Das werden wir versuchen heute. Und damit wären wir dann auch wirklich zufrieden für diese WM. Hast du da ein bisschen Vorteile, weil es ja eigentlich dein Heimterrain ist hier auf der Kieler Förde? Ja, das war früher mein Heimterrain und natürlich kenne ich Kiel immer noch, aber am Ende ist es auch ein Segelparcours wie jeder andere auf der Welt und die guten Segler der Welt, die kommen auch immer dort zurecht. Also so wirklich einen Heimvorteil sehe ich nicht, wenngleich man manchmal ein bisschen was kennt aus Kiel, aber diese Woche war zum Beispiel komplett anders, wie es eigentlich immer so ist, wenn ein großes Event an einem bekannten Ort stattfindet. Diego Negri und Frithjof Kleen haben die Weltmeisterschaft gestern schon unter Dach und Fach gebracht. Wie sehr schätzt du oder wie bewertest du deren Leistung hier in Kiel? Ja, die beiden haben eine ganz starke Woche hingelegt. Also muss man ganz klar sagen, größten Respekt den beiden und Gratulation natürlich. Habe ich gestern auch schon persönlich gemacht. Wirklich fantastisch, wie die gesegelt haben. Die haben hier in 5 Rennen 9 Punkte zusammengesegelt. Und das ist wirklich sensationell für eine Starboot-WM so, so gut zu segeln. Und deswegen haben sie es auch absolut verdient, den Weltmeistertitel schon vor dem letzten Rennen zu gewinnen. Markus, herzlichen Dank. Euch alles Gute. Und damit zurück zu euch ins Studio. Und Kolle ist nächstes Jahr wieder dabei. Ja, und jetzt hat er sich zusammen mit Jorgen Schönherr noch mal einiges vorgenommen. Markus Koi, auch schon 5-mal Europameister als Vorschoter im Starboot geworden. Unter anderem auch mit Hubert Merkelbach, über den wir vorhin ja schon gesprochen haben. Momentan bester Deutscher mit Kilian Weise zusammen auf Rang 9. So, wir schauen noch mal, Lena, mit dir zusammen auf den Kurs, der gesegelt wird für diese 6. und letzte Wettfahrt. Wir hatten es schon angekündigt, die Rennen in dieser Starboot-Klasse ja ein bisschen länger. Und das Ganze wird mit folgendem Kurs gesegelt. Genau, wir haben den Start, 5 Minuten Start, dann geht es hoch zur ersten Tonne. Dann direkt auf den Vorwind, hinunter zum Gate. Dann vom Gate, eine der beiden Tonnen müssen genommen werden, auf die 2. Kreuz, hoch zur Luftwindmarke, die kurz unter Land liegt, und wieder runter zum Vorwind und Vorwind ins Ziel. Wir befinden uns jetzt sogar schon 2 Minuten vor dem Start. Die Linie sieht einigermaßen neutral aus. Ich hätte sie hier aus den Analytics tatsächlich ein bisschen links bevorteilt eingeschätzt. Tatsächlich positionieren sich aber alle Boote auf der rechten Seite. Johann, vielleicht kannst du deine Einschätzung vom Wasser geben. Ja, Lena, tatsächlich sieht es gerade danach aus, als wäre die rechte Startseite leicht besser, wobei es schwer zu sagen ist. Es sieht für mich auch sehr neutral aus von hier. Wir liegen hier direkt am Pin-End und ich sehe, die meisten Boote positionieren sich am Startschiff, aber ich meine, dass es sich jetzt auch Richtung Mitte verschiebt. Also ich glaube, die Wettfahrtleitung hat hier einen guten Job gemacht und eine sehr neutrale Startlinie gelegt.
Und vor allen Dingen, Lena, du hattest es ja vorhin im Vorlauf angekündigt, eine sehr lange Startlinie für 81 Boote, die knapp einen Kilometer lang ist, ne? Genau. Was ich gestern gehört habe, 800 Meter soll die Startlinie lang sein. Normalerweise legt man sie so lang aus, dass sie ungefähr so lang ist wie alle Bootslängen der Boote zusammen. Und ein Boot ist ja so 6 Meter lang, da kommen wir mit 800 Metern, mit ein bisschen Spiel, mit ein bisschen mehr Platz, kommen wir damit ganz gut aus. 6,92 Meter, um ganz genau zu sein, Masthöhe 10 Meter, sehr biegsamer Mast, der verschiedenartig eingestellt werden kann und sehr empfindlich reagiert. Da gibt es also diverse Trimmmöglichkeiten an Bord. Und die Segelfläche ist vergleichsweise groß für ein Boot dieses Gewichtes. Insgesamt 27,92 Quadratmeter, die sich auf das Großsegel mit 20,5 und die Fock mit 7,5 Quadratmetern aufteilen. Da kommt dann kein Gennaker oder Spinnaker dazu, wie Sie das aus anderen Klassen kennen. Aber diese 27 Quadratkilometer, wollte ich gerade sagen, reichen da noch aus für diese Stare, die halt auch gar nicht so schwer sind. Und aus dieser Perspektive her sieht es hier schon aus, als wäre das Pulk rechts schon über der Startlinie, 10 Sekunden vom Start. Ja. Bin gleich mal gespannt, ob das, für mich sieht das nach einem allgemeinen Rückruf aus. Wir werden es gleich sehen. Johann, liegst du beim Startboot oder am Pin-End und kannst du das teilen, was Lena sagt, weil es sind sehr viele Boote oben drüber gefahren? Ja, auf jeden Fall, Alex. Lena hat da vollkommen recht. Das Pulk rechts am Startschiff war schon 10, 15 Sekunden vorm Start, weit über der Linie. Wir sehen jetzt hier gerade den allgemeinen Rückruf. Das bedeutet, dass sich jetzt alle zu früh gestarteten Boote wieder hinter die Linie begeben. Wir starten das Prozedere neu und genau, wir setzen alles wieder auf Anfang. Das sehen wir häufig bei so großen Feldern, wenn ein Boot zu früh losfährt, dann will der andere nicht, dass das zu früh gestartete Boot einen Vorteil dadurch hat. Und das tritt dann so eine Massenreaktion los und dann passiert sowas wie das, was wir gerade sehen, dass alle zu früh starten. Ja, vielen Dank für die Erklärung, Johann. Leuchtet ein und ich kann jetzt schon sagen, ich bin Starboot-Fan, also unabhängig von diesem Frühstart, aber gerade aus dieser Drohnenperspektive, diese Boote sehen einfach irgendwie, weiß nicht, sie haben was Majestätisches irgendwie. Ich finde, die sehen so, wie soll ich sagen? Prestigeträchtig. Ja, traditionell ansprechend. Clean, ja genau, ästhetisch ansprechend, Johann, genau. Also mir gefällt das sehr gut. Sind hier an Bord bei den beiden Österreichern Spitzauer Nehammer mit unserer Onboard-Kamera. Auch für sie gilt es jetzt, sich dann neu zu konzentrieren und die neue Startphase einzuleiten. Aber es sind tolle Bilder, die wir dort von der Kieler Förde bekommen. Und Meno Schrader, unser Wetterexperte, hat ja vorausgesagt, dass der Wind noch zunehmen wird. Die Rennen dauern um die 2 Stunden. Also da gibt es auch noch genug Gelegenheit für den Wind zuzunehmen und dann für die entsprechenden Rahmenbedingungen zu sorgen am Abschlusstag dieser Starboot-Weltmeisterschaft hier im Rahmen der Kieler Woche. Wir sind eben mit Flagge U gestartet, was bedeutet, dass jetzt keine Qualifikation in das Rennen fortgetragen wird. Alle Boote dürfen wieder an den Start gehen. Für das nächste Rennen dürften wir Black Flag erwarten. Da werden die Segler etwas verhaltener an den Start rangehen, weil wenn man da drüber ist, kann man sich nicht bereinigen. Selbst bei einem allgemeinen Rückruf ist man dann disqualifiziert für das Rennen. Der Starjahr 2012, das letzte Mal olympisch. Bei den Spielen in London vor Weymouth wurde dort gesegelt. Im Übrigen auch Fridtjof Kleen mit dabei, zusammen mit Robert Stanjak einen starken 6. Platz ersegelt. Danach wurde mit dem Star das letzte Kielboot aus dem olympischen Segelprogramm gestrichen. Da gibt es ja reichlich Meinungen zu, ob das nun eine gute oder schlechte Entscheidung war. Wir haben ja im Laufe der Tage auch schon drüber geredet, ob es immer schneller, höher, fancier werden muss oder ob auch ein bisschen Tradition der Seglerei erhalten bleiben sollte. Ich finde ja, dass so ein Kielboot durchaus seinen Platz verdient hätte im olympischen Programm. Vor allem, weil das Starboot ein enorm athletisches Boot ist. Also wir werden es gleich sehen. Wir haben jetzt hier Winde um die 7 Knoten. Da muss schon ordentlich gehangen werden.
der Vorschoter hängt dann fast über dem Wasser drüber, berührt mit dem Rücken fast das Wasser. Der hängt mit so einer speziellen Hängehose am Boot dran und muss mit dem Oberkörper jede einzelne Welle etwas ausgleichen. Also enorm athletisch. Wir haben auch die vorhin am Steg die Leute gesehen. Ja. Also das sind richtige Muskelpakete. Die machen Bodybuildern in Fitnessstudios alle Ehre. Absolut. 1910, das Zweimann-Kielboot wurde das entworfen von William Gardner und Francis Weisgut. Und seit 1922 findet nahezu jährlich eine Weltmeisterschaft für die Starboote statt. Und bevor wir gleich zu Johann Kohlhoff rausschalten, noch die Information, dass der Star bereits 1932 in Los Angeles als olympische Bootsklasse ausgewählt wurde und damit die erste Einheitsbootsklasse gewesen ist, die bei Olympischen Spielen gesegelt wurde. Und jetzt raus zu Johann. Ja, danke Alex. Also, wir haben ja gerade schon einen Startversuch gesehen. Die Boote positionieren sich jetzt neu und wir sollten jetzt gleich ins neue Prozedere starten. Und wir haben ja gerade eben darüber diskutiert, wie traditionsreich dieses Boot ist. Und ich muss sagen, ich finde es auch super, dass sich, obwohl die Klasse seit 2012 nicht mehr olympisch ist, dass es immer noch so ein starkes Feld ist. Wir haben hier wirklich einige Legenden des Sports vertreten. Und sehen auch, dass aus anderen Bootsklassen, wie zum Beispiel ein Tonči Stipanović, der ja im Laser jetzt auch gerade eine Silbermedaille gewonnen hat in Tokio, dass auch solche Top-Leute aus anderen Bootsklassen immer wieder in den Star kommen und wir wirklich ein hochklassiges Feld hier haben bei der WM. Ja, wo du gerade bei großen Namen warst, Johann, Weltmeister in dieser Starboot-Klasse sind tatsächlich schon die Größten des Segelsports geworden. Ich denke da nur an Mr. America's Cup, Dennis Conner, an Buddy Melges, Robert Scheidt oder auch Ian Percy. Also du hast es auch erwähnt, hier im Kiel auch das Who's Who der Starboot-Szene am Start. Also das ist eine Klasse, die auf jeden Fall ihren Reiz hat und vor allen Dingen auch für große Namen des Segelsports ihren Reiz hat. Ja, genau. Und sie lebt noch. Das ist ja das Schöne. Also nur weil eine Bootsklasse nicht mehr olympisch ist, ist sie trotzdem noch sozusagen aktiv. Da werden trotzdem noch viele Trainingsstunden reingesteckt, viel Geld reingesteckt und ist nach wie vor eine sehr attraktive Bootsklasse im internationalen Segelsport. Gut, Johann, super. Danke erstmal. Wir haben gerade die schöne Drohnenperspektive auf das Feld der 81 Starboote aus 18 Nationen. Sie haben es gerade mitbekommen, General Recall. Also das dauert alles noch ein bisschen, bis dann der nächste Start über die Bühne geht. Ungefähr 10 Minuten, schätze ich mal. Das heißt, Lena, wir machen eine ganz kurze Pause. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer sind dann aber sofort wieder da, wenn es losgeht mit der sechsten und letzten Wettfahrt bei der Starboot-WM im Rahmen der Kieler Woche. Also bis gleich. Zurück bei Kieler Woche TV mit der Starboot WM der 99. Ausgabe, der sechsten und letzten Wettfahrt. Das Weltmeisterduo ist heute nicht mehr dabei. Die feiern ihren WM-Titel, der Italiener Diego Negri und sein Berliner Vorschoter Fridtjof Kleen. Vielleicht noch kurz die Zusatzinfo. Fridtjof Kleen ist mit Robert Staniek 2014 schon einmal Weltmeister geworden. Das war auch das letzte rein deutsche Duo, das die Goldmedaille bei einer WM gewinnen konnte. Das erste im Übrigen 1972. Willi Kuhweide und Carsten Meyer. So, 3:08 noch bis zum Start der nächsten Wettfahrt. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, Lena, wie wichtig so eine Vorstartphase ist. Du hattest es ja auch vorhin in der Anmoderation schon erwähnt, dass der Start wichtig ist bei dieser Klasse. Also im Vergleich zu anderen Bootsklassen, warum ist das so? Weil die Startlinie enorm lang ist. Sprich, wenn eine Seite bevorteilt ist, dann ist das ein deutlicher Vorteil schon mal. Und die Starboote können das auch ganz genau ausmessen. Bei denen ist nämlich ein elektronischer Kompass erlaubt. In anderen Bootsklassen ist meistens nur ein ganz normaler Kompass erlaubt, der auch wirklich nur die Kompassrichtung messen kann, in der sich der Bug gerade befindet. Und die Starboote können eben auch die Geschwindigkeit und die GPS-Position messen.
Das heißt, die fahren dann einmal ans Pin-End, einmal ans Startschiff, messen da jeweils die GPS-Position und wissen dann am Start, wo sie sich befinden. Das heißt, wenn man in der Mitte starten will, ist das auch deutlich einfacher, weil es in der Mitte super schwer einzuschätzen ist, wie weit vorne man sich befindet. Johann, vielleicht können wir von dir noch mal ein kurzes Update kriegen. Sind ja jetzt schon ein paar Minuten vergangen. Also für uns sehen die Bedingungen gleichbleibend gut aus. Hier in den Sailing Analytics wird von knapp 8 Knoten Wind berichtet. Ja, das ist wahr. Also es sieht sehr stabil aus. Wir sehen hier eine recht dicke Wolkendecke. Ich meine, es regnet auch gerade an Land. Also es heißt, es könnte sein, dass uns hier in den nächsten 20 Minuten, vielleicht halbe Stunde, ein Schauer ereilt. Aber das ist, glaube ich, für jetzt, für die erste Kreuz und für den Start noch kein Thema. Eher für den späteren Verlauf des Rennens. Und wir starten jetzt gleich in die letzte Minute dieser Vorstartphase. Black Flag. Und wir sehen, dass sich alle Boote natürlich jetzt konsequent hinter der Linie bewegen, wobei es auch schon sehr eng ist da oben. Absolut, wir liegen hier gerade mit der Drohne genau in der Peilung in Richtung Startschiff. Also da direkt am Startschiff ist es schon wieder sehr eng. Und Black Flag bedeutet, wenn du jetzt zu früh, und die da oben sehen schon wieder, die rauschen gerade über die Startlinie, oder? Ja, mir sieht das auch so aus, auch in den Analytics, als wären die gerade so über der Linie drüber. Und jetzt? Ja, da wird es einige Disqualifikationen geben. Ich glaube, dass es gerade nochmal getutet hat. Könnte sein, dass AP hochgegangen ist. Das würde bedeuten, dass dieser Start annulliert wird und es doch keine Black Flag Disqualifications geben wird. Und es sieht für mich jetzt gerade danach aus, als wäre das der Fall, weil so viele Boote schon über der Linie sind. Ich glaube, dass sich das Race Committee gerade entschieden hat, hier diesen Start, genau, dass sie sich entschieden haben, den Start zu annullieren. Und genau, also wir werden gleich den dritten Anlauf sehen. Aller guten Dinge sind drei, sagt man ja auch. Hier der General Recall und Lena hat schon geguckt. AP Wimpel ist nach oben gezogen. Das war der Hintergrund meiner Frage. Und jetzt, weil nach meinem Stand hätten dann schon mal mindestens 20 Boote disqualifiziert werden müssen, Lena, und da reagiert dann die Wettfahrtleitung auch sofort. Ja, der Wettfahrthelfer, der schlägt hier schon die Hände über dem Kopf zusammen. Also da sind alle nochmal richtig motiviert, in der letzten Wettfahrt Gas zu geben. Also auch sehr mutig, meiner Ansicht nach. Ja, eigentlich lag die Linie auch gerade. Es war kein Grund dafür, dass alle Boote sich so extrem an der rechten Seite aufhalten. Die rechte Seite war leicht bevorteilt. Ich schätze mal so 10, 20 Grad. Nicht besonders viel, aber vermutlich werden die jetzt nochmal versuchen, das Pinnend etwas vorzulegen, dass sich das Feld einfach mehr verteilt. Also die Star Crews scharren mit den Hufen am Start. Und wir hoffen dann, dass der dritte Versuch nochmal das Motto aller guten Dinge sind drei. Also dann über die Bühne geht. Das war aber jetzt gerade die richtige Entscheidung, weil das Feld... Wenn ich dazu noch was sagen darf. Unbedingt, Johann. Ja, ich glaube, dass wir jetzt gerade in der letzten Minute vor dem Start eine ziemlich starke Rechtsdrehung gesehen haben. Vor allem beim Startschiff war das extrem, dass die rechte Seite da doch sehr stark bevorteilt war. Hier unten am Pinend war das gar nicht so doll zu sehen. Aber es war schon eine sehr starke Rechtsdrehung. Ich meine, dass sich dadurch die meisten Boote sehr stark halt auch an der rechten Startseite aufgehalten haben. Und mich wundert es aber tatsächlich, dass wir so ein aggressives Startverhalten sehen, wo sich doch gerade die Top-Teams eigentlich gar nichts mehr erlauben dürfen hier am Start. Du hast recht, die haben ja beide schon ein UFD als Streicher drin, also die müssen wirklich aufpassen, Lena. Genau, das polnische Team und das österreichische Team hat schon einen Frühstart gefahren in den letzten Tagen und auch gerade jetzt beim Start habe ich ganz genau auf Mateusz Kosznierewicz geachtet und auf Bruno Prader und die waren eine halbe Bootslänge von der Linie weg. Also das war schon sehr riskant, was die da gerade gezeigt haben, aber gut, die werden wissen, was sie machen. Ja, sehr erfahrene Segler auch hier gerade im Bild. Mateusz Kosznierewicz rechts, der Pole mit seinem Vorschoter Bruno Prader. Die kennen die Kieler Woche und auch das Revier hier auf der Kieler Förde sehr gut, haben beide Kieler Woche-Siege davongetragen. Ich hatte es gesagt, Mateusz Kosznierewicz, Olympiasieger 1996 in Atlanta, im Findingi geworden, hier in Kiel mehrfach gewonnen.
Weltmeister im Star geworden. Bruno Prada zusammen mit dem großen Brasilianer Robert Scheidt, auch hier in Kiel, schon mal einen Sieg davongetragen und auch bei Olympischen Spielen Medaillen gewonnen. Also die beiden haben viel Erfahrung, viel Qualität im Boot. Und die werden natürlich wissen, dass sie da am Start vorsichtig sein müssen. Sie wollen ja sicherlich sich die Silbermedaille hinter dem neuen Weltmeister-Duo Negri-Klehn sich sichern. Bruno Prada wurde tatsächlich schon 5-mal Weltmeister im Star. Hätte er jetzt noch ein 6. Mal gewonnen, würde er den Rekord an Goldmedaillen im Star halten. Also ein erfahrenes Duo, das dann hier heute auf Kurs Silber unterwegs ist. Die haben die Österreicher Spitzauer Nehammer im Nacken. Wir reden von den beiden hier rechts, Kusnierewitz, links Bruno Prada, also Österreich und Kroatien hängt hinten dran an den beiden. So, jetzt wird hier unten, glaube ich, das Pinnern so ein bisschen verlegt. Das hattest du, glaube ich, schon gemutmaßt, Lena. Genau, also das ist eigentlich die logische Konsequenz der Wettfahrtleitung, gerade durch den Rechtsdreher, den jetzt gerade Johann erwähnt hat, aber auch um etwas das Feld zu entzerren vom Startschiff weg, ist es normalerweise gängig, dann eben das Pinnend zu bevorteilen, also auch etwas weiter vorzuverlegen als vielleicht unbedingt notwendig. Also das Leben der Wettfahrtleitung in diesen Tagen von besonderen Herausforderungen geprägt, ob es nun die ständig wechselnden Winde waren gestern mit den ganzen Drehern. Jetzt auch schon wieder die Windgeschichte am Startboot, die Johann gerade erwähnt hat. Aber das gehört zum Segeln nun einmal dazu. Wir machen, wie eben schon, damit wir uns auch nicht um Kopf und Kragen reden, und die Wettfahrt dauert auch noch eine Weile, Lena. Und wir sehen, wer das Pinnend hier gerade verlegt wird und wir dann hoffentlich dann vielleicht auch gleich eine etwas breit gefächerte Startlinie haben. Können Sie noch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, unter www.kieler-woche.de alles Wissenswerte zur diesjährigen Kieler Woche aus dem Netz bekommen, oder aber Sie folgen uns unter Instagram, auf Instagram und Facebook unter @KielerWocheSailing. Ja, also wieder eine kurze Pause. Wir sind hochmotiviert und freuen uns dann auf den dritten Versuch des Starts der 6. und letzten Wettfahrt bei der Starboot WM hier in Kiel. Also bis gleich. Zurück bei Kieler Woche TV auf der Bahn draußen auf der Kieler Förde Starboot Weltmeisterschaft, die 99. Ausgabe. Wir warten auf den Start der 6. und letzten Wettfahrt. 2 Versuche hat es bereits gegeben. Seit 11 Uhr sind die Stare dort um und bei des Start- und Zielschiffes dabei, halt den Start über die Bühne zu bringen. Und wir drücken die Daumen, dass es jetzt im dritten Versuch gelingt. 3 Minuten und 30 Sekunden sind es noch bis zum dritten Versuch. Das Pinnend ist ein bisschen nach vorne verlegt worden, um dort, wie Lena Stückel, unsere Expertin, es vorhin erzählt hat, das ein wenig zu bevorteilen, dass sich nicht unbedingt alle Boote dort oben am Startschiff drängeln müssen. Und ich denke auch, dass Lena wiederum die Black Flag wehen wird, ne? Genau, wir werden wieder da sehen wir sie auch schon, jetzt super im Bild, die schwarze Flagge. Das heißt, wer drüber ist, ist für das Rennen unwiderruflich disqualifiziert, also wer ab einer Minute drüber ist. Ansonsten, die Linie ist jetzt stark links bevorteilt, also tatsächlich ungefähr 20 Grad links bevorteilt. Ich schätze mal, manche Leute werden es riskieren, ganz links zu starten, aber auch nicht wenige Leute werden rechts bleiben, da vermutlich auch die rechte Seite vielleicht besser ist, wenn so viele Leute sich vorher auf der rechten Seite positioniert haben, obwohl die rechte Seite nicht so viel besser ist. Johann, kannst du uns Eindrücke vom Wasser geben, wie die Strategie aussehen könnte? Ja, sehr gerne, Lena. Ja, der Wind ist auf jeden Fall ein bisschen weiter links. Die Startlinie, also das Pinnend, ist weiter nach oben gegangen. Das heißt, dass die rechte Startseite nicht mehr so stark bevorteilt ist wie im vorherigen Startversuch. Was ihr wahrscheinlich nicht so gut sehen könnt, ist, dass auf der linken Kursseite eine ziemlich große Regenfront gerade auf uns zukommt und der Wind hier gerade bestimmt 3-4 Knoten aufgefrischt hat. Heißt, wir haben jetzt echt super Bedingungen. Die Vorschiffsmänner und Frauen hier im Feld werden ordentlich hängen müssen.
Und ja, wir sehen auf jeden Fall mehr Wind. Ich glaube auch, dass jetzt gerade sogar die rechte Seite wieder bevorteilt ist. Der Wind dreht hier hin und her noch. Und jetzt gerade scheint es rechts besser zu sein. Johann, zum Thema Vorschiffsfrauen können wir nachher nochmal in Ruhe drüber reden. Es gibt tatsächlich keine einzige Frau bei 82 Starbooten hier bei diesen Weltmeisterschaften. Werden wir nachher nochmal mit Lena darauf eingehen. Das ist ja so ein bisschen die Klasse der großen und schweren Männer. Hab mit Hubert Merkelbach, dem Weltpräsidenten der Internationalen Starboot-Vereinigung, gesprochen. Es gibt Frauen, natürlich auch bei Ihnen, aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ja, von diesen Regenschauern, die du, da ist schon wieder ein Boot oben drüber. Unter einer Minute, da kann er sich nicht mehr bereinigen. Dort das Boot, zu früh rübergefahren. Und alle Favoriten befinden sich hier gerade rechts am Startschiff, sehr nah an der Linie. Hey Leute. Ja, einige Boote gerade wieder viel zu weit über der Linie. Ey, ich könnte mir vorstellen, dass die gleich wieder hier einen allgemeinen einen AP-Rückruf machen müssen, weil wirklich das halbe Feld auf der rechten Startseite über der Linie ist. Oder es wird natürlich sehr viele Disqualifikationen geben, das werden wir jetzt gleich sehen. Also genau das gleiche Bild, was wir schon zweimal zuvor gesehen haben, sind immer noch, guck mal, jetzt kommen die anderen, 11 Sekunden laufen immer noch, also weiß ich nicht, das möchte ich jetzt nicht entscheiden, vor allen Dingen, wie will man sehen, wer da alles drüber ist von der Wertfahrtleitung da am Startschiff. Oder sie haben die Faxen dicke und sagen, komm, fahrt los, Leute. Nee. Also die Jungs haben hier heute einiges zu tun im Schlaucher, fahren jetzt zum dritten Mal mit der General Recall Flagge vorm Feld weg. Also genau das gleiche Bild, Lena, oben am Startschiff, zu viel Gedrängel und kein Innehalten. Genau, und das bedeutet jetzt auch, dass Boote rausgeschmissen werden, wie angekündigt, die disqualifiziert werden für diese Wettfahrt. Der Pole, der zweitplatzierte Pole, hat sich diesmal etwas defensiver verhalten. Der dürfte nicht drüber gewesen sein. Aber andere Platzierte aus den Top Ten waren sehr nah dran. Hubert Merkelbach war sehr nah an der Linie. Oh. Die beiden kroatischen Teams waren nah an der Linie. Wir werden sehen, wie sich das hier gleich ausgeht. Ist das dann so? Ja, Johann? Ich konnte jetzt gerade nicht so richtig erkennen, ob es ein allgemeiner Rückruf war oder ob der Start mit AP abgebrochen wurde. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es jetzt nicht mit AP war und wir einige Disqualifikationen sehen. Meiner Information nach war es ein allgemeiner Rückruf. So wird das in den SAP Sailing Analytics hier notiert von der Wettfahrtleitung. Deswegen werden wir jetzt gleich einige Disqualifikationen sehen. Da sehen wir ihn auch, den Wimpel am Startschiff hier, gelb. Blau, das ist der allgemeine Rückruf. Also mit anderen Worten, das haben wir gestern auch schon verfolgen können bei den J70-Booten und auch in der IQ-Vollklasse. Da wird jetzt also an Bord geschaut, wer zu früh über der Linie war. Und da wird eine Liste geschrieben, die wird an Bord ausgehängt, oder? Genau, da wird auf eine große Tafel werden alle disqualifizierten entweder Bugnummern oder Segelnummern werden aufgeschrieben. Dann wird das hinten am Startschiff ausgehängt. Das dauert eine Weile, weil sowohl am Startschiff als auch am Pin-End werden die Bugnummern aufgeschrieben, die über der Linie waren. Da müssen erst alle Infos zusammengetragen werden. Dann wird das auch mal überprüft, dass eben niemand falsch rausgeschmissen werden kann, weil das führt dann eben zu Protesten und so weiter, zu Komplikationen. Und dann wird das hinten am Startschiff ausgehängt. Dann haben alle Boote genügend Zeit, um zu checken, ob sie einen Frühstart hatten. Macht die Wettfahrtleitung das eigentlich vom bloßen Auge abhängig oder nutzen die auch die SAP Sailing Analytics? Nee, die machen das nur mit dem bloßen Auge. Stelle ich mir bei 81, 82 Booten auch nicht so ganz einfach vor. Genau, da ist es teilweise dann bevorteilt, im Pulk in der Mitte zu sein. Auch wenn man drüber ist, ist es schwer, dass die einen erkennen können.
Ja, genau, das ist ja auch der Grund, warum, warum die Boote jetzt Bugnummern auch haben, damit man vom Startschiff und vom Pennant das besser erkennen kann, welches Boot da tatsächlich über der Linie ist. Ansonsten wird man ja schnell verdeckt, wenn man nach den Segelnummern disqualifiziert. Und ja, genau, das mit den Sailing Analytics funktioniert leider nicht, weil das Tracking leider nicht genau genug ist. Da geht es ja teilweise um Zentimeterentscheidungen, die da über eine Disqualifikation oder keine entscheiden. Und deswegen wird das sozusagen von Menschen entschieden und nicht von der Technik. Stelle ich mir natürlich trotzdem schwierig vor. Wir haben ja vorhin gesehen, wie viele Boote da drüber gewesen sind, über der Linie da dann den Überblick zu behalten und alle rauszupicken. Also das könnte eine lange Liste werden, die dort ausgehängt wird. Die beiden Teams, die wir gerade gesehen haben, die Zweit- und Drittplatzierten, dürften meiner Einschätzung nach keine Disqualifikation haben. Die dürften sie sich aber auch auf gar keinen Fall leisten. Die haben beide in dieser Regatta schon einen Frühstart eingefahren und sie sind nebeneinander am Startschiff gestartet, waren aber unter der Linie. Ja, auf den anderen Klassen dort wird gesegelt, wollte ich gerade sagen. Das waren auch die Starboote. Das waren auch die Starboote. Ne? Ich habe es ja schon mehrfach gesagt im Laufe der Woche, ich muss dringend mal zum Augenarzt. Also, auch der dritte Versuch ist nicht geglückt. Wir behalten das Ganze natürlich im Auge. Vor allen Dingen tatsächlich, wie lang dann die Liste wird, die am Bord des Startschiffes ausgehängt wird und wer da alles drauf erscheint, dann leider disqualifiziert. Hoffen wir mal, dass es da niemanden erwischt hat von den Crews, die noch ein Wörtchen mitzureden hatten in Sachen Medaillenvergabe oder auch Top Ten. Da sind wir gespannt, was dann die Liste, die wir natürlich im Auge behalten werden, aussagt. Ja, es bleibt uns aber nichts anderes übrig, weil du hast es schon gesagt, Lena, das dauert ein bisschen, bis da sich alle zurechtgefuchst haben und bis diese Liste geschrieben ist. Wieder eine kleine Pause zu machen. Das zieht sich ja schon 55 Minuten hin mit dem Start der sechsten und letzten Wettfahrt der Starboote. Aber weil es halt auch um so viel geht. Ich hatte Ihnen das schon mal erklärt, dass ich ein Ohr im Knopf im Ohr habe und ich da hin und wieder mal aus der Regie aufmunternde Sätze bekomme. Es wird ohnehin viel zu wenig gelacht, also von daher vielen Dank an dieser Stelle an Ingo Rohrbach, den Leiter unserer Sendung. Also ich wollte gerade sagen, wir machen eine kleine Pause und melden uns aber rechtzeitig wieder dann zum vierten Startversuch der Starboot WM, letzte Wettfahrt hier in Kiel. Also, bis gleich. Zurück bei Kieler Woche TV 2021. Sechste und letzte Wettfahrt bei der Starboot WM. Wir haben den wunderbaren Blick draußen von der Drohne raus aufs Feld, das sich allerdings ganz schön verkleinert hat. Liebe Lena, wir hatten es ja vorhin gesagt, Black Flag Start und viele Boote waren über der Startlinie und es sind insgesamt 20 Boote, also ein Viertel des Feldes, das hier disqualifiziert worden ist für diese sechste und letzte Wettfahrt und ziemlich prominente Namen, die dort mit dabei waren. Zum Beispiel Nummer 50, das ist Mateusz Kusniewicz zusammen mit Bruno Prada, die Weltmeister, die amtierenden, also die ja jetzt von Diego Negri und Friedrich Klein abgelöst worden sind, die aber noch auf Kurs WM-Silber lagen. Eine Minute ist es noch bis zum Start und noch ein paar andere, ne? Genau, aus den Top Ten vier Teams, der Kroate Marin Misura und Tonko Barat haben auch einen Frühstart. Dann der Franzose, der berühmte Xavier Roy und Ante Sitic sind auch rausgeflogen. Und auf Platz 10 vor diesem Rennen Juan Kay und Enrico Voltolini aus Argentinien. Also sehr namhafte Segler hat's erwischt. Also es wird nochmal alles richtig spannend. Es ist nochmal alles offen. Können wir mal rausschalten zu Johann. Also das ist natürlich hart, vor allen Dingen für das polnisch-brasilianische Duo, die hier auf Silberkurs lagen und auch die Medaille gewinnen konnten. Natürlich dann gut für die Konkurrenz. 20 Sekunden sind es noch bis zum Start, aber das ist eine harte Nummer. Ja, das ist total bitter, Alex. Die haben ja vor dem Rennen schon gesagt, dass sie heute echt konservativ segeln wollen und sich den zweiten Platz sichern wollen. Und dann passiert sowas. Jetzt ist gerade wieder Start. Oh, das ist wieder super eng am Startschiff.
Es ist super eng wieder unfassbar am Start. Es könnte sein, dass wieder jemand rausfliegt hier bei dem Startversuch. Aber die Schweden hier in Lee hatten einen sehr guten Start. Und ja, es ist wirklich bitter. Das sind 20 Boote, die sich jetzt wieder auf dem Weg in den Hafen machen. Das ist ja ein ganz schön weiter Weg hier bis zum Kurs. Und das bedeutet, dass wir in den Top 10 jedenfalls ordentlich Bewegung haben. Und wir freuen uns, dass das Rennen jetzt mal gestartet ist beim vierten Versuch und haben jetzt echt herrliche Bedingungen. Wind hat nochmal aufgefrischt, 10 Knoten aus West und endlich mal ein Start, der jetzt durchgeht. Ich habe gerade nochmal geschaut, GER 8400 ist da oben beim Startschiff geradezu vorübergefahren. Das war Jörg Mellies, also der dürfte auch dann disqualifiziert werden. Und wenn ich das richtig sehe, fährt er auch in Richtung Hafen zurück. Also der hat das Rennen dann schon beendet. So, hier nochmal die Wiederholung vom Start, die wir uns dann gleich anschauen in Ruhe. Und dort oben da das weiße Segel, das ist Jörg Mellies, der drüber war. Ich bin mir nicht sicher, ob da nicht noch der ein oder andere auch wieder drüber gewesen ist. Aber auf jeden Fall ist dieser vierte Versuch jetzt freigegeben worden von der Wettfahrtleitung. Johann hat gesagt, 20 Boote mussten sich auf den Weg in den Hafen machen. Also ein Viertel des Feldes wurde disqualifiziert. Ja, und wo sind unsere Favoriten? Die Österreicher, die vor dem Rennen auf Platz 3 lagen, dann unsere Deutschen, Hubert Merkelbach und Tonči Stipanović von Kroatien, sind alle nebeneinander, genau nebeneinander oben am Startschiff gestartet. Tonči Stipanović musste dann wegwenden, weil er zwischen den anderen beiden Favoriten eingeklemmt wurde, ist jetzt auf dem Weg auf die rechte Seite und gerade hat der Österreicher Hans Spitzauer auch mitgewendet auf die rechte Seite. Ja, ihr beiden, es ist ja jetzt so, dass wir eine 2 Meilen lange Startkreuz haben. Das ist sehr, sehr lang im Vergleich zu anderen Bootsklassen. Und hier geht es jetzt wirklich darum, eine gute Lane zu finden und einen guten Modus zu finden, das Boot lange, schnell fahren zu können und freien Wind zu haben. Und wenn du im Nachstart, der ja sehr wichtig ist für den Rest des Rennens, keinen freien Wind hast, dann kann das schon sehr viele Plätze kosten. Und jetzt, wo so viele Boote rausgeflogen sind und ja auch die neuen Weltmeister auch nicht mit auf dem Wasser sind, könnten wir ja einfach mal kurz unseren neuen Favoritenkreis definieren. Denn, wie gesagt, es ist ja sehr viel Bewegung jetzt in den Top 10. Und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt wirklich daran liegt, ob Johann Spitzauer und Hans-Christian Nehammer ein gutes Rennen fahren. Und dann natürlich müssen wir auch auf Tonči Stipanović und Jorgen Schönherr achten. Jorgen Schönherr zusammen mit Markus Keul, die hatten sich ja viel vorgenommen. Ich glaube, dass wir da ein paar Tracking-Probleme haben. Den sehen wir nämlich nicht in den SAP Selling Analytics, den Jorgen Schönherr mit Markus Keul mit der Dänemark 85-32. Das ist umso bitterer, weil die jetzt tatsächlich sogar noch eine Chance hätten, nach vorne zu kommen. Gucken wir mal, wie das Ganze dann ausgehen wird. Und du hast es aber schon gesagt, Johann, neuer Favoritenkreis und Johann Spitzauer hier aktuell mit seinem Vorschoter Nehammer auf Kurs Silber. Da jetzt das eingetreten ist, was du gesagt hast, Kusnierowitsch hatte schon einen Frühstart in der Streicherliste. Jetzt kommt der zweite dazu und der wirft ihn natürlich unglaublich weit zurück im Feld. Genau, also im Endeffekt haben wir jetzt 5 Favoriten, die Chance auf die Medaillen haben. Das sind die Österreicher, Hans Spitzauer und Christian Nehammer. Das sind die Kroaten, Tonči Stipanović, der Laser-Medaillengewinner aus Tokio mit seinem Vorschutter. Die Dänen, Jörgen Schönherr mit unserem Deutschen, Markus Keul. Dann die Deutschen, Hubert Merkelbach, der Klassenpräsident der Starklasse mit Kilian Weise. Und nicht zu vergessen die Norweger Elvind Melleby und Guy Avelon. Auch der auf Platz 11 liegende vor diesem Rennen ist ebenfalls rausgeflogen wegen Frühstart. Der Schweizer Piet Eckert. Und die Boote, die vorher auf Platz 12 lagen, haben eigentlich keine Chance mehr um die Medaillen, weil sie zu viele Punkte weg sind. Da muss schon einiges passieren. Also wir haben hier jetzt 5 Teams, die um die Silber- und Bronzemedaille mitspielen. Ja, und auf den SAP Selling Analytics sieht es sehr traurig aus, weil man die 20 Boote, die dort disqualifiziert worden sind, unter ihnen die
Weltmeister vor Negri, Kuznirevic, Prada, also dort in Richtung Hafen fahren sieht. Das ist ein trauriges Ende für sie im Rahmen dieser 99. Starboot-Weltmeisterschaft. Aber wir konzentrieren uns jetzt auf den verbliebenen Rest der Boote, die jetzt also ein neues Spiel vor sich haben. Und auf einmal eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten im Kampf um WM-Silber und WM-Bronze. Falls Sie sich jetzt erst einschalten, der Weltmeistertitel ist bereits gestern an den Italiener Diego Negri gegangen, zusammen mit seinem deutschen Vorstoter Frithjof Klehn, die aufgrund der Streicher die heutige Wettfahrt auslassen konnten und sich schon gestern über WM-Gold freuen durften. Das hier im Vordergrund, ja, USA. Wenn ich mich einmal vom Wasser melden darf. Unbedingt, unbedingt. Genau, du hast es gerade schon super eingeleitet. Das sind hier die Amerikaner Benjamin Sternberg und Stuart McIntosh, die hohes Risiko gegangen sind am Start, hier aber das Pin-End gewinnen konnten. Und ich sehe hier auf der linken Seite des Kurses sehr guten Wind und die beiden fahren jetzt vor den meisten anderen wieder Richtung Kursmitte und ich glaube, das ist eine sehr gute Ausgangsposition für den Rest des Rennens erstmal. Der beste Platz der beiden bisher in dieser Regatta war ein 28. Vielleicht finden sie ja noch einen hervorragenden Abschluss dieser 99. Star-Weltmeisterschaft. Wir sehen aber auch, dass Max Kohlhoff und auch Hubert Merkelbach da vorne mit dabei sind. Die sind eher auf der rechten Seite dieser Kreuz, also fernab von uns oder vielmehr von diesem Drohnenbild jetzt unterwegs. Hier im Vordergrund, das ist 84-28 Dänemark. Und zwar sind das Frank Berg und Marcel Belz. Wie gesagt, die Führenden in dieser Wettfahrt oder die zur Führungsgruppe gehörenden über rechts kommend. Lars Henriksen, der Däne, gerade schon angesprochen auch, bisschen weiter links unterwegs. Wir befinden uns aktuell immer noch im ersten Drittel der Startkreuz. Bisher ist auch der Wind da sehr stabil. Wir sind dort, wo die Starboote sich befinden, weit weg vom Land. Sehr weit entfernt vom Stoller Grund. Wenn es dann näher in Richtung Lufttonne geht, werden wir vermutlich mehr Dreher sehen, weil wir näher an den Stoller Grund rankommen. Da wird das Ufer eine Rolle spielen. Ja, absolut. Lena. Und vor allem, was wir auch sehen, ist, dass hier über dem Racecourse hier ordentlich dunkle Wolken sind. Und unter diesen Wolken ist meistens auch mehr Wind zu finden. Und genau so ein Wolkenfeld sehe ich jetzt gerade zentral, also in der Mitte des Kurses, so ziemlich auf Höhe der Lufttonne. Also wird sich hier noch auf dem Kurs was tun. Und dadurch, dass die Starboot-Klasse so lange kreuzen fährt, machen sich über die beiden Kursseiten wirklich große Hebel auf, die man dann nutzen kann, um mit den Winddrehern nach vorne zu segeln. Und dementsprechend ist es dann natürlich riskant, ob man auf der linken Seite sich befindet oder auf der rechten Seite. Man könnte ja gerade auf der Seite, auf der man nicht ist, was verpassen und umgekehrt. Ich weiß gar nicht, ob wir noch die Möglichkeit hätten, noch mal einen ganz kurzen Blick in die Onboard-Kamera von Kuznirevic Prada zu werfen, die ja auf dem Weg gerade in den Hafen sind, oder haben die vor lauter Wut vielleicht schon abgebaut, also haben da keinen Blick mehr drauf. Das wäre vielleicht nochmal ein Eindruck von draußen gewesen. Da dürfte die Enttäuschung natürlich riesengroß sein. Hier in der Virtual Eye Grafik sehen wir, dass die derzeit besten Deutschen, Hubert Merkelbach und Kilian Weise, ja Vize-Europameister in diesem Jahr schon geworden, in Split sich über die rechte Seite dort versuchen, nach vorne zu fahren. Lars Henriksen, der Däne, immer noch in Führung, gefolgt von den beiden Amerikanern Sternberg, McIntosh. Ja, Alex, wenn ich noch was dazu sagen kann, was bei
was bei den aktuell noch Zweiten Mateusz Kusniewicz und Bruno Prada jetzt gerade wahrscheinlich in den Köpfen vorgeht. Das ist so bitter, denn die sind so eine starke Serie gesegelt. Die sind mit dem zweiten Platz hier in die Regatta gestartet. Dann hatten sie einen Frühstart. Okay, das kann mal passieren. Und dann sind sie wirklich konstant gut gesegelt. Sind mit einem siebten, einem zweiten und einem ersten Platz wirklich super solide gefahren. Und haben sich eigentlich keine großen Fehler erlaubt. Außer halt diesen zweiten Frühstart jetzt. Und da findet eine sehr gute Regatta ein jähes Ende, weil man zu risikofreudig war am Start. Hier sind wir wieder bei den vorhin schon erwähnten Dänen. 84-28, Frank Berg dort als Steuermann unterwegs, momentan in der Führungsgruppe unterwegs. Zusammen mit seinem Vorschotter Marcel Belz. Und hier zeigt sich auch wieder eine Besonderheit der Starklasse. Wir sind jetzt im letzten Tag der Weltmeisterschaft und haben erst das sechste Rennen. Es wird pro Tag eben nur ein Rennen gesegelt. Und deswegen sind auch die Punkte jetzt bis zum Ende so eng beieinander. Ja, das haben wir ja schon bei der ersten Wettfahrt, die wir aus dieser Starboard-Klasse übertragen haben, gesehen. Diese unglaublich weit auseinandergezogenen Boote. Das hängt natürlich auch mit der langen Startlinie zusammen. Wenn sie dann noch auf dem Split sozusagen auseinanderfahren, dann ist das mit den Kameras schwierig einzufangen, das komplette Feld. Hier haben wir doch nochmal einen Blick. Super, vielen Dank dafür. In das Boot von Mateusz Kusniewicz, der zusammen mit Bruno Prada also dort die Heimreise in den Hafen antritt. WM Silber hatten sie vor Augen und nach diesem zweiten Frühstart in dieser Serie nun also nichts mehr in den Händen. Also da wird die Enttäuschung, das hatte Johann ja auch gerade schon angetextet, sehr, sehr groß sein. Bei den beiden so erfahrenen Seglern, die schon so viele Erfolge in ihren großartigen Karrieren erreicht haben. Ja, und hier hat gerade eine interessante Situation stattgefunden, die ich auf dem Tracking erkennen konnte, von hier leider nicht sichtbar. Und zwar ist der Kroate Tonči Stipanović ist dem Österreicher unterwendet, Hans Spitzhauer unterwendet, hat damit Hans Spitzhauer zur Wende gezwungen. Und konnte damit sich vermutlich ein paar Meter nach vorne legen. Die Boote, die hier aktuell vorne geführt werden in unserem Virtual Leaderboard, befinden sich so auf der rechten Seite, Mitte rechts, was vermutlich mit der von Johann angesprochenen dunklen Wolke zu tun hat, die eben, das wissen wir Segler eben, man darf nicht genau unter die Wolke fahren, sondern man muss eben an der Seite der Wolke bleiben. Da ist der Wind am stärksten und die haben vermutlich versucht, sich an der rechten Seite der Wolke ranzuhangeln. Ja, diese Schauer hatte Meno ja vorhin schon in dem Wetterbericht für uns angekündigt, dass da ein paar Störenfriede, so hat er sie genannt, immer mal wieder unterwegs sein werden in Form von Schauern, die dann den Wind auch mal kurzzeitig durcheinander wirbeln. Aber er hat gesagt, dass sich das Windsystem dann immer relativ schnell wieder einpendeln wird und dann auch stabil dort sich zeigen wird. Da war Meno ganz zuversichtlich. Genau, das ist auch sehr gut zu erkennen bei den SAP Sailing Analytics. Wir haben immer noch keine starken Dreher zu sehen, nur Geschwindigkeitsunterschiede und eben an der einen oder anderen Stelle mehr Wind als an der anderen. Also es ist gerade wirklich ein Rennen, es kommt darauf an, das Boot perfekt zu trimmen, schnell zu fahren und in die Böen reinzufahren. Lars Henriksen mit Jan Eli Gravatt, der Däne, auf Rang 2 hinter dem Schweizer Jürg Rüffel,
die Amerikaner Sternberg, McIntosh auch immer noch mit von der Partie. Jörg Rüffel mit Beat Heinz unterwegs für das Schweizer Duo. Nicht hier, doch da ist er. Frank Berg mit Marcel Belz auch noch mit dabei. Und oben ganz rechts Spitzauer, Nehammer, die jetzt die Silbermedaille vor Augen haben nach diesem Fauxpas von Kusnierewitsch, Prada. Jetzt die beste Ausgangsposition haben für die Silbermedaille. Tonči Stipanović und sein Vorschütter Tudor Bilic automatisch natürlich in Reichweite von Bronze. Hier rechts mit der 85-17, das sind Lars Henriksen und Jan Eli Grovort. Und mit der 82-25 hatten wir da gerade noch Helge Speer und Andreas Kerger gesehen. Helge Speer, ja, der Flottenchef, dort links im Bild, GER 82-25. Flottenchef, der das Ganze hier in den vergangenen zwei Jahren mit großem Herzblut organisiert hat, dass die Starboot-WM hier einen würdigen Rahmen bekommt. Die 99. Ausgabe, ja, schon zum vierten Mal in Kiel ausgetragen. Ja, genau, Alex. Und dadurch, dass die WM jetzt mal in Kiel stattfindet, kann ich auch ein bisschen interne Informationen bringen. Gibt es, ich glaube, 5 neue deutsche Teams, junge Teams von ehemaligen Finnseglern, Laserseglern, die sich jetzt neu sozusagen in dieser Klasse eingefunden haben. Und da ist richtig was passiert hier sozusagen bei den jungen deutschen Seglern, die alle nochmal richtig Appetit bekommen haben hier auf diese glorreiche und traditionsreiche Bootsklasse. Und das ist wirklich schön zu sehen. Lena, da wollten wir ohnehin noch mal drüber sprechen. Das ist auch, ich hatte mit Hubert Merkelbach kurz gesprochen, das ist auch deren Anliegen, dass sie sich um den Nachwuchs kümmern und junge Seglerinnen und Segler für die Klasse begeistern wollen. Genau, und das ist eine ganz interessante Sache. Junge Segler oder männliche Segler vor allem, die über 80 Kilo wiegen, haben in Zukunft keine olympische Perspektive mehr. Alle Bootsklassen, die für 2024 olympisch sind, lassen Maximalgewicht von höchstens 80 Kilo zu. Alle Männer, die schwerer und größer sind, können einfach nicht olympisch segeln. Und im Starboot soll eben diesen Leuten eine Perspektive gegeben werden. Und ja, die Unterstützung kommt dabei vor allem durch den Initiator Arndt Glunde, der hier auch im Feld mitsegelt, ein sehr passionierter Starsegler aus dem Norden. Es wird außerdem vom Heinz-Nixdorf-Verein unterstützt. Der Heinz-Nixdorf-Verein unterstützt mehrere Projekte im Segeln für junge Leute. Und da wurde eben mehreren jungen Seglern, Philipp Kasüske, Max Kohlhoff, Vincent Schrader, Jan Borbit und Jolanda Lene Engel-Müller, unsere einzige Steuerfrau hier im Feld übrigens, wurde ein Boot zur Verfügung gestellt und kostenloses Coaching durch den Olympiasechsten Robert Staniak zur Verfügung gestellt. Also eine unglaubliche Unterstützung, ohne die diese Segler auch gar nicht die Chance hätten, in die Starklasse einzusteigen. Weil das Boot ist, Kielboot ist nun mal teurer als so eine kleine Jolle. Und wir sehen es jetzt hier super im Bild. Der Mast ist enorm lang und sehr dünn. Und durch falsches Handling kann es schneller passieren, als man gucken kann, dass der Mast mal bricht. Und ja, so große Segel kosten natürlich auch viel Geld. Es ist viel Material. Es ist sehr zeit- und reparaturintensiv, das Boot. Also für junge Segler, wenn man gerade aus dem Studium kommt, ist es einfach unmöglich, das selber zu finanzieren. Und deswegen ja auch hier an dieser Stelle großen Respekt, großen Dank an Arndt Glunde und den Heinz-Nixdorf-Verein, der jungen Leuten die Chance bietet, hier mitzufahren. Ja, Lena, und wo wir gerade über den Nachwuchs gesprochen haben, vorhin hatten wir es mal kurz angekündigt, dass
bei 82 Booten keine einzige Frau dabei ist. So hat es zumindest Hubert Merkelbach erzählt, aber du hast völlig recht. Jolanda Lene Engel-Müller, die einzige Steuerfrau. Bin gerade noch mal kurz die Vorschoter durchgegangen. Da allerdings tatsächlich nur Kerle mit an Bord. Also das auch eine Sache. Das ist natürlich auch eine Gewichtsfrage in dieser Klasse. Aber man könnte natürlich auch als Frau steuern. Da muss der Vorschoter halt ein bisschen mehr Gewicht mitbringen. Ne? Ist nicht unmöglich. Ja, und das ist auch ein weiteres spannendes Thema über die Starbootklasse. Also das Optimalgewicht liegt ungefähr bei knapp 200 Kilogramm. Es gibt so eine Gewichtsformel, die Teams erfüllen müssen. Die ist etwas fast schon höhere Mathematik, würde ich sagen. Aber so grob kann man sagen, der Steuermann sollte so um die 80 Kilo wiegen und der Vorschutter sollte mindestens 100 Kilo haben. Ja, und die einzige Frau hier im Feld wiegt stolze 47 Kilo, also halb so viel wie die meisten anderen Leute hier im Team und segelt mit ihrem Ehemann, mit Christopher Engel, der gut 100 Kilo hat. Also die beiden wiegen 50 Kilo weniger als die meisten anderen und schlagen sich dafür hier enorm gut. Ich schau mal eben nach. Genau, befinden sich hier gerade auf Rang 28 mit einem 7. Platz im letzten Rennen. Von den insgesamt 80 Startern ist das eine enorm starke Leistung. So, Johann, kleiner Ausflug in Sachen Nachwuchs und Frauenpower in der Starboot-Klasse. Wir schauen zurück aufs Rennen, sehen hier im Vordergrund Lars Hendriksen mit Jan-Eli Grauwort, seinem Vorschoter, über die linke Kursseite kommend und nach wie vor mit in Führung liegend Jörg Rüffel, der Schweizer, und Jorgen Schönherr mit Markus Koi. Da haben wir hier in den Sailing Analytics, ich schaue noch mal rein, versuche sie noch mal anzuklicken. Ja, jetzt haben wir sie doch. Also da scheint sich der Tracker berappelt zu haben. Sehr gut, weil die beiden, die haben sich viel vorgenommen. Und wir werden natürlich immer mal wieder auf den virtuellen Gesamtstand schauen, haben auch noch Lust, nach vorne zu kommen. Ja, auf jeden Fall, Alex. Und es wird jetzt auch spannend. Lena hat es ja schon zu Anfang des Rennens gesagt, dass gerade zum Ende der Kreuzin die Winde immer drehiger werden. Wir sind jetzt relativ nah unter Land und haben hier auch schon Einfluss durch die Steilküste. Heißt, dass der Wind durch das Land hier auf dem Wasser verwirbelt wird und dadurch mehr Dreher entstehen. Und ich sehe jetzt gerade, dass gerade von der rechten Kursseite eine Annäherung wahrscheinlich besser ist. Und ich glaube, dass auch die Boote, die auf der rechten Kursseite sich befinden, ein bisschen die Nase vorn haben vor den Booten, die wir jetzt hier gerade direkt vor uns auf der linken Kursseite haben. Also ich meine, dass rechts besser sein wird. Und ich habe noch mal eine Info. Ich gucke gerade mal auf den virtuellen Zwischenstand. Lena, vielleicht kannst du da mal mit drauf schauen, damit ich keinen Quatsch erzähle. Aber da die Punkte für Kusnierewitsch, Misura, Roha noch nicht eingetragen worden sind bei der sechsten Wettfahrt, kann man sich die ja alle wegdenken, weil die, na gut, da muss gucken, welche Streiche sie noch haben. Aber das habe ich schon überprüft, die haben eigentlich keine Chance. Ne? Alle, die einen Frühstart hatten, haben eigentlich keine Chance mehr, was um die Medaillen mitzuspielen. Das heißt, dass aktuell, wenn ich das richtig sehe, Spitzhauer, Nehammer auf Silberkurs liegen und Schönherr Koi bei dieser aktuellen Platzierung tatsächlich noch den Sprung auf den Bronzerang schaffen könnten. Genau, das sehe ich genauso. Also wenn hier Jürgen Schönherr und Markus Koi ein super Rennen liefern, dann können die sich noch Bronze schnappen. Das wäre aus deutscher Sicht ja sehr erfreulich. Also das Rennen ist noch lang. Aber Markus Koi hatte es ja schon angekündigt, sie haben sich viel vorgenommen für heute. Dann hat ihn natürlich in die Karten gespielt, dass dort aus den Top 10 mehrere Boote disqualifiziert worden sind. Unter anderem die Zweitplatzierten Kusnierewitsch Prada und auch die Kroaten Misura Bilic, Roha Sitic auch noch aus Frankreich. Also da hatte ich schon gesagt, da ist eine Tür aufgegangen und die Frage ist, wer hindurch geht. Genau, und laut den SAP Sailing Analytics ist hier gerade die linke Seite doch vor den Booten von der rechten Seite. Hier sehen wir auch gerade den Österreicher, der hier durchfährt. Haben wir kurz einen Blick drauf erhaschen können im pinken Trikot, der hier hinter den Booten von der linken Seite passieren muss. Und hier das Leading Pack von der linken Seite enthält eben Jorgen Schönherr und Markus Koi. Ja, hier jetzt sehr gut zu sehen auf der Draufsicht.
Und die sind aktuell 3, Spitzauer, Nehammer 10, also in der Gesamtwertung 29 Punkte für die Österreicher, 32 für Schönherr-Koy. Also aktuell wären das Silber und Bronze für Österreich und für Markus Koy, der zusammen mit dem Dänen Jorgen Schönherr unterwegs ist. Aber dicht dahinter die von dir auch schon vorhin angesprochenen Norweger mit Steuermann Eivind Mellebø, die ja aktuell auf Rang 4 sind und in der Gesamtwertung auch nur einen Zähler hinter Schönherr und Koy. Also die, ich weiß nicht, ob die das alle so auf dem Kasten haben, die sich dann vielleicht sogar beäugen werden, vielleicht sogar eine Art Match-Race gegeneinander austragen werden. Ich weiß nicht, inwieweit man als Segler darüber informiert ist. Es ist ja doch ein ziemliches Durcheinander. Ja, da ist auch jeder Segler ist da anders. Manche sind da immer fleißig am Kopf rechnen, andere, die müssen das ausblenden, um da mental fit zu bleiben. Aber die werden auf jeden Fall wissen, wer nähere Konkurrenten sind. Ein Matchrace werden wir hier nicht sehen, dafür sind die Punkte viel zu nah beieinander. Es sind eben 5 Leute, die alle im Game sind für Platz 2 und 3. Lena, und ganz rechts am Bildrand, da haben wir Markus Koy zusammen mit Jorgen Schönherr. Haben heute noch gesehen, wie Markus wirklich vorbildlich das Boot vor dem Start vom Seegras befreit hat. Er hatte auch so eine, hat er uns gezeigt, eine Peitsche mit an Bord, mit der er das sich am Kiel versammelte Seegras befreit. Er wird damit nicht Jorgen Schönherr Beine machen mit der Peitsche, sondern er wird das Seegras, was sich dann immer mal wieder am Kiel verfängt, dort mit einer besonderen keuschen Seegras-Technik rausholen und somit natürlich die Voraussetzung dafür schaffen, dass die beiden ordentlich Geschwindigkeit aufnehmen können. Und vor allen Dingen ist es ganz eng beieinander. Die 3 Teams Spitzauer, Schönherr und Mellebø sind innerhalb von 2 Punkten im Kampf um die Medaillen. Also das wird nochmal richtig spannend hier. Genau, und wir sehen hier gerade den Cross vom Norweger und von Team Schönherr Koy. Der Norweger kam von der linken Seite eigentlich sehr gut, musste jetzt nur hinten durch passieren und legt sich jetzt hier auf die Layline. Es ist nur die Frage, ob hier das Virtual Tracking da stimmt. Ob die Dänen, ja, was sieht mir so aus, als könnten Schönherr und Koy, als würden sie die Tonne so schaffen. Johann, du bist ja sicherlich an Bord dieses Bootes, was uns gerade hier an der Lufttonne die Perspektive hier zeigt. Also du bist ganz dicht dran. Ja, genau. Also es ist wirklich eng. Es ist wirklich eng. Es hat sich gerade echt nochmal zusammengeschoben von der linken und rechten Seite. Letztendlich hatten die Boote von der linken Seite nochmal die Nase vorn, weil es hier nochmal links gedreht hat. Und wir sehen jetzt hier die Lufttonnenannäherung des dänischen Teams, die wirklich eine starke Kreuz gemacht haben und gehen jetzt hier als Erster um die Lufttonne. Und ich sehe dahinter direkt die Schweizer. Es wird jetzt nochmal richtig eng hier. Markus Koy hat hier gerade nochmal eine Wende gesetzt und muss sich hier jetzt einreihen. Das könnte sehr eng werden. Schafft aber die Wende, ohne einen Foul zu machen an die verfolgenden Norweger. Das war alles, glaube ich, sauber, kein Protest. Und jetzt geht's hier zur sogenannten Offset-Marke und dann wieder vorm Wind Richtung Startschiff. Also, aber die Norweger, die ja im direkten Duell mit Schönherr und Koy sich befinden im Kampf um die Medaillen. Und die Österreicher Spitzauer, Nehammer aktuell auf Rang 8. Die müssen auch aufpassen, dass sie nicht zu weit nach hinten fallen, die beiden im Kampf dann um die Medaillen. 85-29, da haben wir sie gerade gesehen. Hans Spitzauer und Christian Nehammer, hier sind wir an Bord von den beiden Österreichern. Also die müssen sich jetzt sputen oder vielmehr müssen sie gucken, dass natürlich vorne die beiden Konkurrenten da nicht so weit wegfahren. Ja, und bitter sieht's gerade aus für Chonti Stipanovic, den Kroaten, der auch noch um die Medaillenplätze mitspielt, der auf Rang 20 gerade um die Lufttonne geht. Lena, kurze Frage an dich. Ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst. Bei einigen Crews ist jetzt schon die Black Flag Disqualification in die SAP Cell Analytics, in die Gesamtwertung mit eingerechnet worden. Bei Kusnierewitsch steht noch nichts beim 6. Rennen.
Ja, aber das haben wir schwarz auf weiß gesehen. Da zählt eben auch das, was das Startschiff gesagt hat und nicht, was uns die Technik sagt. Also die hatten leider eben auch einen Frühstart und nee, die sind waren ja auch, hier die sind ja auch reingefahren, aber das kann jetzt nicht sein, dass es noch einen Protest gibt oder so, sondern deshalb steht es da noch nicht, sondern es ist einfach nur ein technischer Fehler dann wahrscheinlich. Das kann durchaus sein, dass die noch wieder Widerrufung reinlegen, dann könnte denen ein Redress gegeben werden, aber sowas ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sowas durchgeht. Also da hat sich eben auch die Wettfahrleitung die Zeit gelassen, die sie gebraucht hat, bis sie eben wusste, wer nun wirklich drüber war und wer nicht. Hier haben wir Hans Spitzauer und Christian Nehammer, die beiden Österreicher, die momentan mit diesem achten Platz sich die Silbermedaille sichern würden. Bronze aktuell für Jorgen Schönherr und Markus Koi, die Johann laut unseren SAP Selling Analytics jetzt sogar die Führung übernommen haben. Ja, das ist echt haarscharf hier vorne. Gerade Jorgen Schönherr ist hier gerade wirklich schnell unterwegs. Man sieht hier auch schön, wie die Vorschoter und Steuermänner ihr Gewicht einsetzen, wie der Mast ganz nach vorne gekippt wird, um das Boot so schnell wie möglich zu machen. Und ja, wirklich, wirklich sehr schöne Bilder hier, die wir sehen. Hier links, das ist Lars Henriksen, der Däne, mit Jan-Eli Gravort in der Draufsicht dort zu sehen, vorne Schönherr Koi, Melleby Avalon Junior, die beiden Norweger im direkten Duell dort gegen Schönherr Koi, die also auch alle noch um die Medaillen kämpfen. Hier sind sie groß im Bild, rechts die Dänen Lars Henriksen und Jan-Eli Gravort, links die Schweizer Jörg Rüffel und Beat Heinz. Ja, fast alle Boote befinden sich hier gerade auf dem Backbordbug. Das ist nämlich auch der Streckbug auf diesem Vorwind, sprich der Bug, mit dem man schneller oder näher in die Richtung der Letonnen hinkommt. Nur der Norweger Elvin Melleby ist weggehalst. Der war in Lee von Jorgen Schönherr und Markus Koi und ist dann eben nach Lee weggehalst und fährt auch weiter in die Richtung zusammen mit ein paar anderen Booten außerhalb der Top 10 dieser Wettfahrt. Wir werden sehen, welche Seite sich hier als die richtige auszahlt. Und ich rate allen, die das Rennen verfolgen, wenn wir dort oben im Bild haben, Markus Koi dort aufrecht stehend, rechts im Bild Jorgen Schönherr, der dänische Steuermann. Also ich rate jedem, der dieses Rennen verfolgt, die SAP Sailing Analytics aufzumachen und diesen virtuellen Zwischenstand zu verfolgen. Denn die vier Teams, Spitzauer, Österreich, Melleby, Norwegen, Schönherr, Dänemark, Stipanovic, Kroatien, alle innerhalb aktuell von nur 3 Punkten. Also das bedeutet, dass sich natürlich ständig was verschieben kann, dass es um jeden einzelnen Platz hier geht, den man sich erkämpft, um so möglichst wenig Punkte aufs Gesamtkonto zu bekommen. Also, dass das hier nochmal so spannend wird, das hätten wir nicht unbedingt gedacht. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Tür, wie gesagt, aufgemacht worden ist von den Favoriten, die eigentlich schon sicher die Silbermedaille in der Tasche hatten. Dort hinten die Norweger, Melleby Avalon. Ja, und Tonči Stipanović, der vor diesem Rennen auf Platz 4 lag und als 20. um die Lufttonne gegangen ist, hat jetzt den Angriff gestartet, ist direkt nach der Tonne eine Halse gefahren und fährt jetzt auf die rechte Kursseite raus. Laut SAP Sailing Analytics ist das nicht die schlechteste Idee. Der wird damit deutlich weiter vorne gezeigt. Wenn ich mir aber die Geschwindigkeiten anschaue, dann sehe ich, dass die Boote auf der linken Kursseite, also hier näher an uns dran aus dieser Sicht, einen halben Knoten schneller unterwegs sind aktuell. Und diese Führungsposition jetzt für Eivind Melleby und Guy Thomas Avalon, kein Norweger dem Namen nach, hat jetzt die Folge, Schönherr Koya auf 2, kriegen also 2 Punkte rauf, dass jetzt Eivind Melleby und Avalon quasi aktuell die Bronzemedaille in der Tasche hätten, mit einem Punkt Vorsprung dann in der Gesamtwertung auf Schönherr Koi. Also wirklich unglaublich dicht beieinander, das Ganze.
Ja, ich habe fast die Vermutung, dass eben, hier sehen wir sie wieder im Bild, Jorgen Schönherr und Markus Kreu. Die anderen Boote, die Verfolger, sind in Lu von denen hinter denen und dadurch kriegen die ein bisschen Abwinde ab. Und der Norweger, der eben einmal weggehalst ist in die Mitte und jetzt wieder zurück auf Backbordbug gehalst ist, hat diese Abwinde eben nicht und hat dadurch ein bisschen höhere Geschwindigkeit beziehungsweise konnte ein bisschen mehr Tiefe drücken. Ich kann mir fast vorstellen, dass das jetzt das Entscheidende sein konnte, dass sie sich ein bisschen nach vorne geschoben haben. Ja, Lena, das ist eine ziemlich gute Erklärung, glaube ich. Ich sehe das genauso. Sah ja recht extrem aus, was die Norweger direkt nach der Tonnenrundung gemacht haben. Weit links gewesen. Und ich glaube, die haben jetzt einfach ein bisschen freieren Wind. Hier ist ja ein kleines Pulk über den Schweizern und über den Dänen, Jorgen Schönherr und Markus Kreu. Und ich glaube, die kriegen einiges an Abwinden da ab. Der Wind hat jetzt ein bisschen abgenommen gerade. Die Sonne ist wieder rausgekommen. Und wir sehen auch, dass sich die führenden drei Boote hier schon ein bisschen absetzen können nach vorne. Ja, und Schönherr und Kreu sind mal eben von Rang 2 auf Platz 10 durchgereicht worden. Also die fallen aber richtig zurück, Lena. Also die Abwinde, von denen Markus Kreu sitzt dort im Boot Johann gesprochen hat, scheint aber mal ordentlich reinzuschlagen. Ja, wir dürfen hier gerade nicht so ganz auf diese Sicht hier schauen. Das stimmt nämlich gerade nicht. Also im SAP-Tracking sind die hier immer noch sehr weit vorne gelegen. Stimmt, da sind sie ja vorne noch, genau. Genau, wir sind ja sehr weit draußen auf der Ostsee. Da ist manchmal vielleicht die Übertragung der Daten nicht so ganz aktuell. Sind hier jetzt nämlich gehalst? Ja, stimmt, die werden hier gerade als 25. gelistet. Da haben wir sie ja im Bild da vorne. Das sieht nicht nach Platz 25 aus. Genau, vielleicht sehen wir hier jetzt gleich den Cross mit den Norwegern. Ich kann sie jetzt hier auf dem Wasser nirgends erkennen. Aber das dürften die sein, die hier hinten im Bild ganz vorne sind. Ja, Johann? Ich glaube, wir haben uns da ein bisschen verguckt, so wie ich das sehe. Ist Jorgen Schönherr tatsächlich gar nicht in der Führungsgruppe, sondern das ist der Däne Lars Henriksen, glaube ich, ganz vorne, der jetzt hier die Führung sozusagen sich teilt mit dem Norweger Elvin Mellebø und Jörg Ryffel. Also Lars Henriksen... Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Lars Henriksen ist auch mit dabei, den hatten wir ja auch schon ein paar Mal erwähnt, der dort zusammen mit Jan Eli Graavort mit der 8517, der hier im Vordergrund ist, unterwegs ist. Aber Schönherr Kreu sind auch mit vorne dabei. Und zwar mit der Segelnummer 8532. Also Lena, wir müssen natürlich vielleicht immer so ein großes Wort vorläufig zum Teil über unsere Aussagen hängen. Genau. Wenn wir uns da blind auf die Daten verlassen. Hier im Vordergrund auf jeden Fall Lars Henriksen und Jan Eli Graavort. Und da oben, das sind Schönherr und Kreu mit der 8532. Da können wir die Daten erzählen, was sie wollen. Was ich mit eigenen Augen sehe, sind die beiden dänischen Boote, die dort vorne mit dabei sind. Wir befinden uns jetzt ungefähr auf der Hälfte des Vorwinds. Ne, da haben wir Markus Kreu rechts im Boot stehend, noch nicht die Peitsche rausholend, um das Seegras vom Kiel womöglich zu befreien. Jürgen Schönherr hat da gerade mal einen Schluck aus der Pulle genommen. Ein kurzes Wort zu allen Favoriten. Eben der Norweger befindet sich eher auf der rechten Kursseite, da ganz hinten im Bild, wird hier eben gerade als Leader gelistet. Dann eben Jorgen Schönherr und Markus Kreu hier gerade nicht zu sehen, ungefähr in der Mitte des Feldes. Ihnen auf den Fersen liegen die Österreicher Hans Spitzauer und sein Vorschutter. Hubert Merkelbach ist ganz in der Mitte vom Pack und Tonči Stipanović kam eben auf der rechten Kursseite und ist jetzt ganz rechts außen. Wir werden sehen, was der hier noch mitzureden hat. Johann, siehst du auf dem Wasser, was mit dem Wind passiert, was mit den Wolken passiert?
Was könnte in den nächsten Minuten passieren? Ja, Lena, auf jeden Fall sehen wir, dass der Wind seit Ende der Kreuz etwas abgenommen hat. Ich habe ja schon erwähnt, dass die Sonne jetzt gerade scheint, aber das wird nicht mehr lange so sein, denn über dem Land sehe ich schon wieder die nächsten Regenwolken. Und ich könnte mir vorstellen, dass sobald die Boote wieder auf die Kreuz gehen, dass sich der Wind nochmal verändern wird, deutlich mehr werden wird wahrscheinlich auch. Und dann sich die Bedingungen nochmal ändern. Und das ist ja auch das Besondere an dem Starboot, dass es so viele Trimmmöglichkeiten gibt und dass man so aktiv sein muss im Trim, dass sich da sehr große Unterschiede im Speed ergeben können. Und vielleicht noch mal eine Information zu Jorgen Schönherr und Markus Keu, und die wir hier dort im Bild haben. Also der Tracker hat ja vorhin, hatte ich schon erwähnt, irgendwie keine saubere Daten übertragen, waren zwischenzeitlich gar nicht mehr zu finden. Und jetzt werden sie auf Platz 46 geführt, aber weit gefehlt. Da sind die beiden nämlich, und die führen das Feld gerade an. Also deshalb das Ganze manchmal ein bisschen vorsichtig zu betrachten. Und auch was die Gesamtwertung angeht, müssen wir das Ganze dann mal abwarten, bis das gesichert ist. Und die Norweger sehen wir gerade da ganz hinten im Bild. Die sind wieder gehalst, sind wieder auf den Steuerbordbug gehalst und noch weiter raus. Was natürlich dafür spricht, dass Schönherr und Keu vor denen sind, weil sonst hätten sie erstmal vermutlich einen Cross riskiert, um die anderen eben zur Halse zu zwingen. Aber das spricht eben dafür, dass Schönherr und Keu vor sind. Das ist ja ganz wunderbar. Ja, das kann ich auch bestätigen von hier. Johann, ja. Ja, das kann ich hier auch von hier bestätigen. Ich habe jetzt eine bessere Position und kann das ein bisschen klarer sehen. Es ist teilweise sehr schwer zu sagen, wer vorne liegt, wenn man, weil sich die Perspektive hier vom Wasser schnell verschiebt. Und so wie ich es von hier sehen kann, kann ich das bestätigen, Lena, dass Jorgen Schönherr und Markus Keu jetzt gerade vorne liegen. Die machen das sehr gut und bewegen sich jetzt auf direktem Weg zum Gate. Es ist auch nicht mehr so weit entfernt. Also die haben das hier umgesetzt bislang, was sie sich vorgenommen haben, nämlich eine ganze Menge. Sie wollten nochmal angreifen und es ist jetzt sogar eine Medaille drin für die beiden. Ich hatte gerade gesagt, das ist ja das Wunderbare an diesen SAP Sailing Analytics, dass die Gesamtstände immer sofort greifbar sind, was also die Platzierung in dieser sechsten und letzten Wettfahrt für die Gesamtwertung bedeutet. Das bedingt natürlich, dass die Tracker alle gut funktionieren. Wie gesagt, der Tracker von Schönherr Keu hatte offenbar einige Macken, sodass wir da leider nicht sofort den Zugriff auf die Daten haben. Wir hoffen mal, dass sich das Ganze noch klärt und dass wir ihn dann immer sagen können, wer jetzt gerade vorne liegt, wem noch ein Punkt fehlt, wer sich nach vorne schieben muss. Also auch wenn es gerade ein bisschen langsamer aussieht, die Spannung ist hier wirklich greifbar. Es geht immerhin noch um WM-Silber und Bronze bei diesen Starboard-Weltmeisterschaften. Jürg Rüffel hier im Vordergrund, stehen Beat Heinz, sein Vorschoter, die Crew aus der Schweiz, dort im Hintergrund gerade nach wie vor auch stehend, wie die meisten Vorschoter auf dieser Vorwindstrecke, Markus Keu und sein dänischer Steuermann Jorgen Schönherr. Ich hatte es gesagt, Markus Keu insgesamt schon 5-mal Europameister geworden als Vorschoter in der Starboard-Klasse, unter anderem auch mit Hubert Merkelbach, dem Weltpräsidenten der internationalen Starboot-Vereinigung. Hier wird eine spektakuläre Halse vorbereitet, Lena. Von den beiden Schweizern, die wir hier... Ja, Alex, ganz, du sagst... Ja, Johann? Alex, du sagst, die Spannung ist greifbar. Und das ist sie tatsächlich, denn es machen sich hier gerade wirklich zwei Türen auf. Denn ein großes Feld nähert sich jetzt gleich dem Legate an von der rechten Kursseite. Und hier gibt es eine kleine Verfolgergruppe, angeführt von dem Österreicher Johann Spitzauer, die sich über die linke Kursseite dem Gate annähern. Und ich sehe, dass auf der Seite, wo sich Johann Spitzauer befindet, da ist meiner Meinung nach mehr Wind und es könnte gut sein, dass sie hier einige Meter noch gut machen werden über diese Seite.
Also das werden wir im Auge behalten, um nochmal zu sagen, es ist bei dieser Größe des Feldes, die so weit auseinander gezogenen Boote nicht immer ganz leicht, dort den Überblick zu behalten, auch in Sachen Segelnummern und dann auch mit dem einen oder anderen Tracker-Problem kämpfend. Wir geben unser Bestes, dass wir Ihnen dort die wichtigen Informationen geben im Kampf um die Medaillen. Wir befinden uns jetzt im letzten Drittel des Vorwinds. Ich habe mal eben die Gatehorn gecheckt. Es sieht so aus, als sei die aus Sicht der Segler rechte Gatehorne bevorteilt, sprich die Seite, womit man dann erstmal auf die linke Kursseite rausfährt. Hier im Bild sehen wir die Jury, die bei diesem Wind nicht so viel zu tun hat. Man kann zwar etwas pumpen, wenn man möchte, auf den Starbooten. Viel bringen tut es aber nichts. Also jetzt bei diesem Wind versuchen die Boote auf Vorwind den Star in einer bestimmten Krängung zu halten. Wir haben ja eine Knickspantbauform, sprich mehrere Kanten. Und man versucht es eben ein bisschen auf der Luftkante zu fahren, das Boot. Damit hat man eben die wenigste Angrifffläche, deswegen sehen wir, das Boot ist leicht nach Luft gekränkt und fährt eben überhalsig, also ein bisschen tiefer als der Bug, auf dem sie gerade fahren. Und hier schauen wir drauf auf Markus Koi und Jorgen Schönherr, das deutsch-dänische Duo, das sich auf dem Weg in Richtung Leget befindet, in Führung liegend. Alle Vorhersagen wie bei den Lottozahlen ohne Gewehr, aber die fahren hier gerade auf Medaillenkurs. Ja, auf jeden Fall, Alex. Es sieht super aus, was die hier machen. Haben jetzt wirklich gute Meter gemacht. Ich glaube, die Schweizer haben einiges verloren jetzt. Und ich meine, dass Jorgen Schönherr und Markus Koi hier als Führende zum Legate sich annähern. Und was ich auch noch sagen will zu dem, was Lena gerade gesagt hat, ja, es ist eine Knickspantbauweise, die Starboote. Und außerdem ist es eine sogenannte Box-Rule. Das heißt, die Boote sind nicht alle identisch. Wir würden das One-Design nennen. Zum Beispiel der Laser, der ja jetzt Ilka heißt, ist ein One-Design-Boot. Und bei der Starklasse ist das ein bisschen was anderes. Es gibt sozusagen eine Box-Rule und innerhalb dieser Rahmenwerte dürfen Boote gebaut werden und die sind teilweise sehr unterschiedlich vom Layout auf jeden Fall und haben dementsprechend auch unterschiedliche Charakteristiken, wie zum Beispiel bessere Formwindeigenschaften, bessere Kreuzeigenschaften und das ist auch etwas, was diese Klasse ausmacht. Hier haben wir die beiden, Markus Koi und Jorgen Schönherr. Markus Koi schaut natürlich auch immer mal wieder oder eigentlich die ganze Zeit nach hinten. Was machen die Verfolger? Die sind mit einem 20. Platz in diese Serie gegangen, dann einen 4., einen 6., einen 10., einen 9. eingefahren, also konstant unter den Top 10 gewesen. Momentan käme ein 1. Platz dazu und der 20. wäre dann ihr Streichergebnis. Genau, ich habe gerade einen Blick auf die Ergebnisse vor diesem Rennen geworfen. Und vor diesem Rennen waren eben der Norweger Elvind Mellaby punktgleich mit Jorgen Schönherr. Beide 29 Punkte. Sprich, wer von beiden vorne ist, der wird auch im Gesamtranking vorne sein. Und so wie gerade die anderen Boote davor sich verteilen, davor war eben nur Tonči Stipanović und Johann Spitzhauer. Und Tonči Stipanović wäre damit raus im Kampf um die Medaillen. Nur Johann Spitzhauer hätte damit noch eine Chance. Ich kann das ja gar nicht per Kopf ausrechnen. Lena, vielen Dank für die Unterstützung. Man muss natürlich, glaube ich, dann immer noch mal gucken, ob ein neuer Streicher dann vielleicht dazu kommt, ne, bei der Bewertung. Also, dass man die Streicher auch noch im Auge behält. Ich versuche das gar nicht erst. Aber aktuell, die Boote, die hier um die Medaillen mitspielen, haben schon sehr hohe Streicher, also den besten Streicher hat hier Tonči Stipanović mit einem 24. Platz. Also die haben alle hohe Streicher und eben genau Jorgen Schönherr mit dem 20. Platz. Also dieses Rennen wird hier entscheiden. Viele gute Teams sind raus, sprich unsere Favoriten werden sich vermutlich auch alle am Ende in den Top 10 aufhalten. Also dieses Rennen ist das Rennen, was auch für das Gesamtranking zählt.
Und Johann, nochmal die Frage an dich. Wir sehen auch hier gerade in der Drohnendraufsicht, und das ist mir auch schon im ersten Rennen aufgefallen, dass es doch sehr weit auseinandergezogen ist, dieses Feld. Also ich will das jetzt nicht immer auf Qualitätsunterschiede beschränken. Es ist natürlich auch immer die Frage, wie die eine oder andere Crew mit dem Wind umgeht. Aber das verwundert mich ein bisschen, dass ja eine WM ist, die mit vielen namhaften Seglern besetzt ist. Also theoretisch gedacht, wenn wir hier gerade Groß, Koi und Schönherr bei einer Halse sehen, müssten die doch vielleicht ein bisschen enger zusammen sein alle. Ja, es ist natürlich schwer zu sagen. Da kommt alles zusammen. Also sowohl Qualitätsunterschiede hier im Feld. Klar, es sind auch Weltklasse-Leute dabei, die jetzt vielleicht gerade nicht so gut platziert sind hier in diesem Rennen. Aber es sind natürlich Qualitätsunterschiede da. Und es sind auch diese großen Kurse, die einfach dazu führen, dass unterschiedliche Kursseiten so viel stärker ins Gewicht fallen. Wenn man sich zum Beispiel am Start für die falsche Linie entschieden hat, das hatten wir ja schon vorher besprochen, dann ist der Startlinienvor- oder Nachteil extrem groß. Und das führt dann dazu, dass sich hier das Feld so weit auseinanderzieht. Vielen Dank für die Erklärung, Johann. Also wir haben gerade gesehen, die Führenden, Jorgen Schönherr, Markus Koi, sich für die rechte Kreuzseite entschieden, genauso wie die Norweger, die ersten Verfolger sind, Eivind Mellebø und Guy Thomas Avalon Jr. Also, dass die beiden Erstplatzierten in dieser sechsten und letzten Wettfahrt. Genau, als nächstes um die Tonne geht jetzt Benjamin Sternberg und dann danach wird's ganz eng. Hier mit der Halse sehen wir jetzt gerade den Österreicher, die vor diesem Rennen drittplatzierten Hans Spitzhauer und Christian Nehammer, die es eben über die starke, komplett über die rechte Seite probiert haben. Und auf der anderen Seite stark nach vorne gearbeitet hat sich der Kroate Tonči Stepanović. Also der spielt auch noch mit im Kampf um die Medaillen. Hier die Österreicher Spitzhauer Nehammer rechts über die rechte Kursseite, die Verfolgung der beiden Führenden aufnehmen, die Amerikaner Sternberg McIntosh und Stepanović, eben angesprochen von Lena, zusammen mit seinem Vorschoter Bilic. Also auch wieder mit von der Partie. Der Kampf um die Medaillen, um die beiden verbliebenen Medaillen. Gold ist ja schon weg. An Diego Negri, den Italiener, und den Deutschen Frithjof Kleen haben sich gestern schon vorzeitig den WM-Titel gesichert. Also dieser Kampf bleibt offen, auch auf dieser zweiten Kreuz, in dieser sechsten und letzten Wettfahrt. Also tolle Rahmenbedingungen und vor allen Dingen tolle sportliche Herausforderungen und richtig Spannung hier bei dieser Starboot-WM in Kiel. Ja, und wir sehen jetzt auch, dass das taktisch echt stark gemacht war von Jorgen Schönherr und Markus Koi, die jetzt das rechte Gate in Windrichtung gesehen haben, genommen haben und dann recht früh gewendet sind, jetzt auf Backboard-Bug sich befinden. Und ich meine, das war taktisch genau richtig, denn sie sind jetzt auf dem Streckbug Richtung Lufttonne. Ich habe hier gerade mal versucht auszurechnen, da Jorgen Schönherr in den Daten immer noch auf Rang 49 geführt wird, was ja 48 Plätze zu viel sind. Aber es ist mir nicht gegeben, das auszurechnen. Ich hoffe, dass die Technik da am Ende dann noch mitspielt. Hier links haben wir die beiden im Bild. Erste Verfolger nach wie vor Mellebø Avalon. Und die beiden ja auch im Kampf um Medaillen. Immer die Frage, wo Spitzhauer und Nehammer landen, die natürlich vor diesem Rennen die beste Ausgangssituation hatten, nachdem Kusnierewitz und Prada disqualifiziert worden sind, die ja hinter Negri und Kleen auf Rang 2 gelegen hatten. Also die beiden Österreicher, die zwischenzeitlich mal so auf Rang 11 lagen, haben sich jetzt tatsächlich auch natürlich wieder gut positioniert und würden momentan wieder ein Wörtchen um die Silbermedaille mitzureden haben. Genau, ich bin ja nebenbei mal fleißig am Rechnen, was hier noch passieren kann oder was passieren muss. Auch Hubert Merkelpach ist ja auch noch mit im Spiel. Der ist hier als Siebter um die Lehtonne gegangen. Also auch der ist noch dabei im Kampf um die Medaillen. Hubert Merkelpach, der reine Weltpräsident der internationalen
Starboot-Vereinigung, aktueller Vize-Europameister mit Kilian Weise und vor diesem Rennen bestes deutsches Duo auf Rang 9. Du hast recht, Lena, auch der kann noch eingreifen im Kampf um die Medaillen. Johann, die Spannung könnte wirklich nicht größer sein. Wir hatten es gesagt, wir versuchen das immer so ein bisschen hier im Auge zu behalten. Haben wir gemerkt in den letzten Jahren, dank der SAP-Technik ist das viel, viel einfacher, als wenn man das alles selbst ausrechnen müsste. Es ist nahezu unmöglich, das so schnell im Kopf alles zu rechnen. Deshalb hoffen wir, dass uns die Technik da auch gleich wieder unterstützen wird. Ja, absolut. Die Analytics sind natürlich super wertvoll für uns, nicht nur als Kommentatoren, sondern erstens, um den Sport ein bisschen greifbarer zu machen für unsere Zuschauer. Und zweitens hat es natürlich auch einen riesen Vorteil, um als Sportler selbst im Nachhinein Rennanalysen betreiben zu können. Also wir können im Nachhinein sehen, in welcher Wetterlage war welche Kursseite meistens besser. Und dadurch, dass wir jetzt seit 2011 auf die Statistiken zurückgreifen können, macht es das für uns deutlich leichter zu analysieren und wirklich zuverlässige Vorhersagen treffen zu können, welche Seite vielleicht besser ist, welche Manöver besonders viel gekostet haben vielleicht oder warum ein bestimmtes Team so gut ist, wie es ist. Und die SAP Sailing Analytics leisten da einen riesen Beitrag für den Sport. Hier sind wir an Bord bei Tonči Stipanović mit Tudor Bilic. Die Kroaten, die auch ein Wörtchen mitreden, wer hier alles Wörtchen mitredet, im Kampf um Medaillen. Also wir haben die drei Boote gerade gesehen, die auch noch mit in Frage kommen dafür in dem Live-Bild, nämlich die Österreicher um Hans Spitzauer, die Norweger um Eivind Mellebø, dann das deutsch-dänische Duo Schönherr Koi, Hubert Merkelbach, Kilian Weise jetzt gerade nicht im Bild, aber diese drei hier, wie gesagt, links, Schönherr Koi da hinten, Mellebø, Avalon und hier im Vordergrund fahrend Nee, Hammer, Spitzauer, also alles mögliche Kandidaten für die zwei noch verbliebenen Medaillen. Ja, der Österreicher Johann Spitzauer hatte Alex, vor diesem Rennen... Johann, warte kurz, Lena, wollte ich was sagen? Okay, ja. Also vor diesem Rennen hatte Johann Spitzauer 19 Punkte im Gesamtranking, Tonči Stipanović 20 Punkte und die beiden engsten Verfolger aktuell, die Norweger und Jorgen Schöne, hatten eben 29 Punkte, sprich 10 Punkte Unterschied, also müssten Eivind Mellebø und Jorgen Schönherr, obwohl sie jetzt gerade auf Platz 1 und 2 sind, die anderen beiden mindestens 10 Plätze hinter sich lassen, um eben auf das Podium kommen zu können. Und dafür segeln gerade Tonči Stipanović und der Österreicher zu gut. Ja, Johann? Ganz genau, Lena. Tonči Stipanović hat einen sehr starken Vorwind gerade gesegelt, einige Plätze gut gemacht. Und während wir sprechen, nimmt der Wind hier wieder zu auf dem Kurs und gerade über die linke Seite nähern sich einige dunkle Wolken an. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass der Wind natürlich zuerst bei den führenden Booten einsetzen wird und das wahrscheinlich dazu führen wird, dass sich diese Führungsgruppe hier von den drei Booten, den Dänen, den Norwegern und den Österreichern, noch ein bisschen absetzen wird. Ja, groß im Bild, die beiden schon mehrfach angesprochenen. Ich übernehme hier mal an der Stelle. Genau, hier sind eben die Österreicher Hans Spitzauer und Christian Nehammer, die hier eben, die haben unten die linke Gate-Tonne genommen, sind auf die linke Seite rausgefahren, wenden jetzt nochmal hier auf die linke Seite mit raus, haben sich eben auch da mit diesem Manöver unten um die linke Tonne vor die Amerikaner geschoben. Also Johann hat das ganz richtig gesagt. Bisher im unteren Teil der Kreuz hat sich die linke Seite mehr ausgezahlt. Hans Spitzauer sehen wir hier vor Schoter Christian Nehammer aus dem Bild gerutscht. Der hängt da in der Position, die Lena vorhin so schön beschrieben hat. Das bedingt eine gewisse Athletik, um das über die Dauer dieses Rennens durchzuhalten. Das machen die ganz hervorragend, die beiden. In dieser Grafik muss man sich noch Schönherr Koi dazu denken, die halt nicht dort aufgeführt sind. Stipanović, Bilic dort oben rechts. Die Amerikaner Sternberg, McIntosh,
ja auch über die rechte Kreuzseite gekommen. Merkelbach, Weise, die Vize-Europameister von Split, auch über die linke Seite fahrend. Und hier sehen wir nochmal schön aus der Drohnenperspektive, wie groß dann schon die Abstände sind. Ja, Alex, das ganze Feld sieht sich jetzt gerade ein bisschen auseinander. Ich habe ja gerade eben schon einmal angemerkt, dass hier der Wind wieder auffrischt jetzt auf der zweiten Kreuz. Und das führt dazu, dass die führenden Boote hier ein paar Meter noch mal gut machen auf den Rest des Feldes. Und was wir auch sehr gut beobachten können, ist, dass das führende Boot der Däne, Jorgen Schönherr und Markus Koi, hier musterartig, schulbuchartig den Norweger Mellebü abdecken und zwischen Gegner und Tonne bleiben und so eigentlich nichts mehr anbrennen lassen hier für die Führung auf der zweiten Kreuz. Aber wie Lena es schon messerscharf gerade im Kopf ausgerechnet hat, ich habe das auch noch mal versucht zu überprüfen und ich bin offenbar zu demselben Ergebnis gekommen. Sollten Spitzhauer und Stipanovic, also die Österreicher und die Kroaten, hier weiterhin so gut segeln, dann würde selbst die gute Platzierung von Schönherr Koi momentan nicht reichen, um eine Medaille zu gewinnen. Das sah vorhin am Ende der Kreuz noch anders aus, als Stipanovic und auch die beiden Österreicher noch weiter zurück waren. Momentan relativ klar sogar mit 6 Punkten Vorsprung dann Bronze für Stipanovic und Silber für die beiden Österreicher. Aber das Rennen ist ja noch nicht zu Ende. Genau, und der Kroate Stipanovic befindet sich gerade mehr auf der rechten Kursseite. Und wie wir ja gesehen haben, ist gerade links ein kleines bisschen besser. Da wird er uns angezeigt. Gleich sehen wir vielleicht das Crossing von den Österreichern und Stipanovic. Da werden wir sehen, wer gerade die Nase vorn hat. Die beiden waren eben vor diesem Rennen einen Punkt auseinander. Also wer auch immer in diesem Rennen vor ist, beziehungsweise wenn Tonči Stipanović noch eine Chance auf Silber haben will, dann muss er im direkten Kampf mit Hans Spitzhauer mindestens ein Boot noch zwischen die beiden lassen. Hier haben wir die beiden Österreicher im Vordergrund. Wir sind ja auch so ein bisschen auf das, was wir hier aus der Kameraperspektive sehen, angewiesen. Johann, kannst du 85-32 Schönherr Koi dort in der Nähe der Norweger wahrscheinlich irgendwo erblicken? Ja, genau. Also die Dänen, wie ich ja gerade gesagt habe, also der Däne eigentlich, Jorgen Schönherr, der legt sich jetzt gerade wieder, wie ich es gerade gesagt habe, auf den Norweger Mellebü drauf und bleibt zwischen Gegner und Tonne. Wir nennen das ein Close Cover in dem Fall. Also er gibt ihm jetzt wahrscheinlich direkt Abwinde. Ich weiß nicht, ob er genau in seinem Kielwasser ist oder nicht. Auf jeden Fall lässt er so nichts mehr anbrennen. Und die beiden haben echt einen großen Vorsprung jetzt auf den Rest des Feldes. Ich glaube, dass gerade das Duell zwischen Johann Spitzhauer und Tonči Stipanovic, also sozusagen nicht die ersten beiden, sondern eher so Platz 3, 4, 5, besonders interessant wird, denn die sind noch näher zusammen. Hier haben wir aber gerade das von dir beschriebene Duell zwischen vorne Schönherr Koi, also links im Bild, und rechts Mellebü, Avalon. Vielen Dank dort an Nora Schill, unsere Kamerafrau, die diesen Zweikampf hier gerade einkämpft, wo man auch sieht, wie herausfordernd der Job des Vorschoters dort ist. Nochmal, die Rennen dauern mehr als 2 Stunden. Das ist wirklich Athletik, die hier gefordert wird und die hier so toll umgesetzt wird. Aber genau das stimmt auch, was Johann gerade gesagt hat, dass das Duell hier das eine ist um einen vermeintlichen Sieg in dieser ersten Wettfahrt, aber was dahinter passiert zwischen Nehammer, Spitzhauer und Stipanovic, Bilic, da geht's nämlich aktuell, wenn die weiterhin so gut vorne dabei bleiben, um die Medaillen, um WM-Silber und um WM-Bronze. Lena. Ja, und die liefern sich gerade aktuell einen heißen Fight. Also der Kroate kam eben von Backbord, von der rechten Kursseite. Der Österreicher ist davor durchgekommen, hat dann gewendet, um die beiden zu covern. Jetzt haben die beiden sich gerade nochmal gecrossed und der Österreicher fährt gerade auf die rechte Seite raus und der Kroate auf die linke Seite. Also die liefern sich hier einen richtig heißen Kampf. Und das ist auch nicht...
ist auch nicht irgendjemand. Hans Spitzhauer und Christian Nehammer waren beide schon mal bei den Olympischen Spielen. Hans Spitzhauer hat 1996 in Atlanta einen vierten Platz eingefahren, also die Holzmedaille eingefahren. Der beste Platz der beiden bei einer Star-WM war übrigens ein 10. Platz. 2019 sind also noch gar nicht so erfahren in der Bootsklasse. Hier sehen wir Tonči Stjepanović und seinen Vorschoter Tudor Bilic, groß im Bild, also die dann doch nochmal hier die Chance bekommen haben, um eine Medaille mitzufahren. Wenn Sie uns von Anfang an zuschauen, wissen Sie, dass Kusnierowicz, Prada, der Pole und der Brasilianer, die auf dem zweiten Rang gelegen hatten, disqualifiziert worden sind und so die Tür aufgemacht haben, unter anderem auch für Tonči Stjepanović, der schon 2 olympische Silbermedaillen gewonnen hat in seiner Karriere. Allerdings saß er da alleine an Bord eines Lasers, sowohl in Rio 2016 als auch in Tokio 2020, also noch gar nicht so lange her, dass Tonči Stjepanović dort bei den Olympischen Spielen vor Enoshima die 2. Silbermedaille wieder im Laser gewonnen hat. Der weiß also auch, was es heißt, Alex, in der Crunch-Time zu segeln. Johann, ne? Der hat Erfahrungen auf höchstem Niveau. Johann? Ja, der hat auf jeden Fall Erfahrung. Und für die erfahrenen Zuschauer, die wir jetzt gerade haben, die Fans sind von Second Screen zuschauen, die mit einem Second Screen zuschauen und auch die SRP Sailing Analytics vor sich haben, werden sehen können, dass ein Großteil des Feldes sich von der linken Seite annähert, jetzt an die Lufttonne, und ein anderes Pulk sich von der rechten Seite annähert. Und der Grund dafür, dass die linke Seite, dass da mehr Boote sind, ist, dass hier jetzt sich gerade eine große Regenwolke auf der linken Kursseite befindet, die uns wahrscheinlich in den nächsten 2-3 Minuten treffen wird. Und da ist ordentlich Wind drin. Ich kann das jetzt schon von hier aus dem TV-Boot kann ich das schon spüren. Und da wird sich einiges noch tun von der linken Seite gleich. Ich sehe schon, dass die Boote sich jetzt nochmal auf die linke Kursseite verholen und hier auf mehr Wind hoffen. Das entspricht genau der Vorhersage von Menno Schrader, der gesagt hat, dass zum einen immer mal wieder Schauer durchziehen werden, aber auch, dass sich der Wind auf dieser Bahn, auf der die Starboote unterwegs sind, im Laufe des Tages steigern wird. Es geht dann noch einmal herum um die Lufttonne, dann nochmal diese kleine Ablauftonne, dann die 2. und letzte Vorwindstrecke und dann nochmal so ein kleiner Reach ins Ziel. Also für Spannung ist nach wie vor gesorgt bei der 99. Starboot WM. Hier wieder der Blick auf Jorgen Schönherr und Markus Koi, die natürlich erstmal auf sich schauen, versuchen hier die Spitzenposition weiterhin zu behaupten, auch gegen die beiden Norweger. Und dann können sie eh nicht beeinflussen, was dahinter passiert, was die Konkurrenten machen, vor allen Dingen die aus Österreich und Kroatien. Aber natürlich erstmal bei sich bleiben und gucken, dass man möglichst wenig Punkte aufs Gesamtkonto kommt. Und die geringste Punktzahl, die man erreichen kann, ist 1 bei einem Sieg. Genau, und auch der Österreicher ist hier wieder zurück auf den Backboard-Bug gegangen. Wir sind hier noch nicht auf der Leyline, wir sind noch unter der Leyline. Aber er ist hier eben am meisten rechts von diesem Pack von der linken Seite, die eben alle zusammen nochmal auf die linke rausfahren, um nochmal in den von Johann angesprochenen frischen Druck reinzufahren. Ja, genau. Gerade bei so langen Rennen ist es natürlich entscheidend, dass man großraumtaktische Entscheidungen trifft. Also großraumtaktisch jetzt in diesem Fall die Windfelder zu sehen und dann entsprechend auf den taktischen Plan sozusagen mit anzuwenden. Also das ist einfach entscheidend bei diesen langen Rennen. Und ja, mich wundert es ein bisschen, dass der Österreicher Johann Spitzhauer hier so ein bisschen die Tür aufgemacht hat für Tonči Stjepanović, der jetzt von der linken Seite wieder an ihn ranfährt. Ich meine, er ist immer noch hinter ihm, ja genau. Aber es wird jetzt natürlich auch langsam entscheidend, dass da nichts mehr passiert, wenn der Österreicher hier seine Medaille verteidigen will.
Und jetzt, wo du es gesagt hast, ist er wieder mitgewendet, der Österreicher, und covert hier ganz klassisch Tonči Stipanović. Am Montag und am Dienstag konnten, wenn wir hier tolle Bilder sehen, Bootsnummer 69 von Markus Koi, der sich da wieder an die Bordkante hängt. Rechts Jorgen Schönherr, der dänische Steuermann. Also Markus ist durchtrainiert bis ins Letzte. Der wird da auch keine Ermüdungserscheinung zeigen. Also der fühlt sich wohl, ich hatte es gesagt, fünfmal schon als Europameister ins Ziel gekommen als Vorschoter. Unter anderem ja auch mit Hubert Merkelbach. Ich wollte sagen, Montag und Dienstag konnten die Starboote gar nicht rausgehen. Mittwoch ihre erste Wettfahrt. 6 waren geplant und 6 konnten jetzt zum Glück auch gesegelt werden. 5 hätten gereicht für eine offizielle Wertung. Ja, und an diesen Bildern vom Wasser sieht man, was für ein unfassbar schönes Boot es ist. Also auch der Laie wird sehen, dass das Boot im Vergleich zur Segelfläche einigermaßen klein ist. Und wie viel da die Teams da machen, die gehen rein und raus, sind eben die ganze Zeit hier am Arbeiten, um das Boot eben in dieser perfekten Position, man denkt ja die ganze Zeit so, komm, warum macht ihr das Boot denn nicht mal gerade? Aber die versuchen extra eben auf der Knickspant, auf dieser flachen Fläche an der Seite vom Kiel zu bleiben, dass das Boot eben genau perfekt eben diese 10, 15 Grad nach Lee gekippt ist. Ja, 6,92 Meter lang, der Star, Segelfläche 27,92 Quadratmeter, die Masthöhe, sehr biegsamer Mast und auch sehr entscheidend hier bei dieser Klasse, 10 Meter hoch und habe schon gesagt, sehr viele Trimmmöglichkeiten dort an Bord, die dann entsprechenden Einfluss haben auf die Gesamtperformance. Und hier im Kampf um die Medaillen ist es immer noch so, der Österreicher liegt im Lou vom Kroaten, deckt ihn die ganze Zeit und wird vermutlich versuchen, bis auf die Leyline rauszufahren. Sodass, also Tonči Stipanović wird gerade wissen, wenn er wendet, wird der Österreicher auf ihn draufgehen. Also der hat sich gerade in eine sehr vertrickte Situation da bewegt. Johann? Ja, genau, das limitiert natürlich die Aufholmöglichkeiten enorm, wenn man die ganze Zeit gedeckt wird von dem Boot vor sich. Ist natürlich sehr schwierig, vorbeizufahren. Und ich würde auch gerne einmal fragen, wenn ihr die Daten vor euch habt, seht ihr da starke Speed-Unterschiede bei den Booten? Denn klar, wir sehen, dass der Däne Jorgen Schönherr und Markus Koi die ganze Zeit den Norweger Melleby abdecken, aber sind sie auch schneller als der Rest des Feldes, würde mich mal interessieren. Das fällt uns ein bisschen schwer zu beantworten, da wir ja, wie gesagt, von dem Schönherr-Koi-Boot leider gar keine Daten bekommen. Ansonsten, was ich hier sehe, sind die Geschwindigkeitsunterschiede bei den Verfolgern nicht so groß, Lena. Aber von den beiden hier kriegen wir leider nur das, was wir mit eigenem Auge sehen. Gerade tolle Bilder. Wir sind ganz dicht dran. Markus Koi schaut sich da immer mal wieder um, aber zuverlässige Daten von den beiden haben wir momentan nicht. Jürgen Schöner weiß den Weg. Es geht in Richtung Lufttonne und dann, wie gesagt, nach einer kleinen Ablauftonne auf die nächste Vorwindstrecke. Deshalb können wir dir, Johann, diese Frage leider nicht beantworten. Das ist nicht so schlimm. Ich sehe es ja auch. Markus Koi schaut nochmal, muss die Peitsche raus. Haben wir Seegras am Kiel? Scheint nicht der Fall zu sein. Schade, das wäre jetzt nochmal ganz schön gewesen, das Ganze live zu beobachten. Aber nichtsdestotrotz, tolle Aufnahmen hier aus der Drohnenperspektive. Eike Schor fliegt diese Drohne und Nora Schill, unsere Kamerafrau, sorgt für diese Einstellung. Sind wir jetzt ganz dicht dran an diesem deutsch-dänischen Duo, das hier in dieser Wettfahrt so stark performt und immer noch eine kleine Hoffnung mit sich trägt, hier vielleicht doch noch den Sprung aufs WM-Podium zu schaffen.
herrlich synchron, wie die beiden sich hier durchs Boot bewegen. Und hier ist jetzt auch nochmal richtig Druck in der Luft. Diese Wolke, von der ich gerade gesprochen habe, die ist jetzt gerade durchgezogen. Und wir sehen jetzt, dass hier der Wind echt nochmal aufgefrischt hat. Bestimmt 5 Knoten mehr als bei der vorherigen Lufttonne. Und in der Einstellung, die wir jetzt gerade haben, ist wahrscheinlich auch sehr gut zu sehen, wie sehr das Segel hier twistet, also das Großsegel, und wie viel Trimmmöglichkeiten es am Mast gibt. Die haben Unterbackstagen, Oberbackstagen, können den Mast nach vorne fallen lassen und auch an der Fock, an dem Vorsegel, sehr viele Einstellungen vornehmen. Und die wird jetzt auch ausgebaumt auf dem Vorwind, um maximal viel Segelfläche im Wind zu haben. Also auf 1 Schönherr Koi haben wir gesehen, auf 2 Eivind Melleby, Guy Thomas Avalon aus Norwegen. Dann hier die Amerikaner Sternberg, McIntosh, die jetzt um die Lufttonne fahren, aktuell also auf Rang 3 liegen. Dahinter, wenn ich das richtig im Segel sehe, könnten schon die Österreicher sein, Spitzauer, Nehammer, denen dieser 4. Platz aus dem Kopf gerechnet die Silbermedaille bescheren würde. Also hier sehen wir nochmal tolle und richtig schöne Bilder. Hans Spitzauer hinten am Steuer und Christian Nehammer, der versucht da wirklich alles zu geben, sich dort so weit wie möglich rauszulehnen, um das Boot möglichst eben auf dem Wasser zu halten. Jetzt geht es herum um die Lufttonne, kleine Ablauftonne, und dann geht's auch für Sie auf die Vorwindstrecke. Die beiden hier fahren momentan auf Kurs WM Silber. Frage ist dann, wo bleibt Tonči Stipanović, der Kroate, zusammen mit seinem Vorschoter Tudor Bilic? Das ist auch eine Frage, die sich Schönherr Koi vielleicht stellen, wenn sie denn die Zeit dazu hätten. Aber wir sehen direkt dahinter, Lena. Und Tonči Stipanović hat einen enorm starken ersten Vorwind geliefert. Also der wird hier jetzt nochmal versuchen, die Österreicher anzugreifen. Das Problem ist natürlich, selbst wenn sie es schaffen, vor die zu gehen, reicht das nicht für Silber. Sie müssten mindestens eine Person zwischen sich bringen. Also es grenzt fast an das Unmögliche. Aber sie gehen in den Angriff, sie fahren hier eine Halse. Und was wir heute schon gesehen haben, kann auch alles passieren. Tolle Bilder. Hier sehen wir auch nochmal die ganzen verschiedenen Trimmmöglichkeiten, die Johann auch schon gerade angesprochen hat, die diese Starboot-Klasse bietet. Genau, der Mast wird nach vorne, lässt man nach vorne fallen. Die Fock wird hochgezogen, die Fock wird ausgebaumt und jetzt gleich läuft dann der Vorschutter nach vorne und versucht dann das Boot in einer stabilen Lage zu halten. Spitzauer, Nehammer, die beiden Österreicher haben ein Streichergebnis drin, einen Frühstart aus der 2. Wettfahrt. Ansonsten aber eine tolle Serie hingelegt mit Rang 1 in der 1., dann 4, 6, 8 und jetzt ja aktuell der 4. Platz. Also die beiden, die wir jetzt hier gerade nochmal groß im Bild haben, beziehungsweise den einen, der andere hängt über der Bordkante. Hans Spitzauer, Johann steht da zwar, aber er wird gerne Hans genannt. Hans-Johann Spitzauer haben hier eine tolle Serie in Kiel hingelegt und das würden dann auch verdientermaßen am Ende sich mit der Silbermedaille dekorieren lassen können. Schönherr Koi weiterhin vorne, hier nicht im Bild, aber definitiv momentan noch in Führung liegend auf dieser Vorwindstrecke. Sie müssen halt darauf hoffen, ist das falsche Wort, aber sie können das nicht beeinflussen, was Spitzauer, Nehammer machen und Stipanović, Bilic. Also am Ende würde dieser Sieg, wenn es denn für die beiden reichen würde, nicht zu einer Medaille am Ende führen. Ja, und die ersten 5 Boote haben einen enormen Abstand zum Rest vom Feld. Da kommen dann erstmal nach 100 Metern kommt der erste Verfolger mit Hubert Merkelblack auf dem 6. Platz. Jetzt geht's wieder raus an Johann. Ja, genau. Da wollte ich gerade ansetzen. Da ist eine richtig große Lücke hinter Tonči Stipanović. Da kam erst mal 1-2 Minuten gar keiner. 100 Meter, sagst du, sieht für mich deutlich mehr aus als 100 Meter. Und was mir ein bisschen Unbehagen bereitet gerade, ist, dass Johann Spitzauer und sein Vorschutter Nehammer sich ganz schön weit auf die linke Kursseite des Vormwinds jetzt bewegen. Und wirklich viel Platz lassen für Tonči Stipanović und Bilic, die theoretisch angreifen könnten über die andere Kursseite. Also die sind hier gerade Mutterseelen alleine auf dem Weg zur linken Vormwindseite.
Die müssten aber noch, Lena, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also die Kroaten noch ein Boot zwischen sich und die Österreicher bekommen. Also zunächst einmal die beiden überholen und dann noch ein Boot zwischen sich kriegen, ne? Genau. Hier haben wir übrigens Hubert Merkelbach zusammen mit Kilian Weise, Vize-Europameister in Split geworden, die beiden. Und vor diesem Rennen bestes deutsches Duo. Und das dürften sie auch nach dieser sechsten und letzten Wettfahrt bleiben. Sind wir dann mal gespannt, wo sie sich am Ende in der Wertung einreihen können. Also die letzte Vorwindstrecke in Richtung Ziel. Das heißt aber eben auch, die einzige Chance, die Tonči Stipanović hat, ist eben nach hinten. Sind die Abstände zu groß? Die einzige Chance, die er hat, ist, dass er versucht, die Amerikaner zu überholen, Benjamin Sternberg. Und dass eben er hoffen kann, dass die Österreicher auf der linken Kursseite nach hinten fallen. Und dann würde er es eben schaffen, auf Silber vorzufallen. Aber auch hier sind die Abstände groß. Es gleicht eben fast ans Unmögliche. Und um das Ganze nochmal zu präzisieren, wo wir hier wieder die tolle Drohnenperspektive haben auf Schönherr Koi. Es ist die letzte Vorwindstrecke, aber es gibt dann noch so einen kleinen Reach ins Ziel nach dem Umfahren der Tonne. Das also die letzten Meter dann, dauert aber noch ein bisschen. Ja, das dauert noch ein bisschen, aber die Bedingungen sind jetzt wirklich perfekt. Also wir haben jetzt hier so 9-10 Knoten, immer mal wieder gute Druckfelder dabei, viele Wolken, die, wie wir ja schon gesagt haben, Druckfelder vor sich herschieben meistens. Und das sind wirklich perfekte Bedingungen für die Starboote heute. Wir haben hier ein sehr schönes Bild aus der Drohne. Man sieht, was für einen immensen Vorsprung sich Markus Koi und Jürgen Schönherr, der Däne, sich dort erarbeitet haben auf dieser Vorwindstrecke. Schön zu sehen, wie die beiden das Boot im Griff haben. Tolle Bilder. Da muss ich dir widersprechen, Alex, wird keinen Ziel-Halbwind geben, sondern im Starboot gibt es entweder einen Ziel-Vorwind oder noch eine Ziel-Kreuz. Ich muss sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, was angezeigt wurde auf dem Startschiff. Es kann sein, dass wir noch eine Ziel-Kreuz vor uns haben. Wir befinden uns jetzt eben gerade auf der Hälfte vom zweiten Vorwindkurs runter zu den Lufttonnen. Jürgen Schönherr mit Markus Koi führt vor den Norwegern, vor Eivind Melleby, den Starboot-Weltmeister von 2017, auf Platz 3 der Amerikaner Benjamin Sternberg, der hier im Rang um die Medaillen nicht mitspielt. Und in der Verfolgung die beiden Medaillenaspiranten, der Österreicher Hans Spitzhauer danke. Und Christian Nehammer. Hier haben wir hier noch ein Bild. Hans Spitzhauer, Johann Nehammer hängt wieder über die Bordwand. Ich habe schon gehört. Ich meine jetzt gerade, wo ihr die beiden Österreicher erwähnt, tut sich was in der Platzierung. Und ich meine, dass Tonči Stipanović und sein Vorschutter Bilic, die sind gerade in einem richtig guten Druckfeld und die haben, glaube ich, gerade die beiden Österreicher überholt, wenn mich nicht alles täuscht. Heißt, wenn sie es irgendwie schaffen sollten, die Amerikaner Sternberg und McIntosh auch noch zu überholen, dann haben wir hier einen Führungswechsel in den Medaillen. Also kein Führungswechsel, aber dann ändert sich hier was in den Platzierungen der Medaillen. Und dann wird es hier nochmal richtig spannend. Also aus meiner Perspektive, gerade wo ich bin, sieht es mir so aus, als hätte es Tonči Stipanović geschafft, sich vor die Österreicher zu schieben.
Da kann das ich hast dich bestätigen. Du, ja, Lena sagt es richtig, das hast du sehr gut beobachtet, Johann. Das haben wir auch hier in den SAP Selling Analytics. Aktuell sind die beiden punktgleich, Spitzhauer und Stipanovic, 23 Zähler auf dem Konto. Und richtig gesagt, sollte es dem kroatischen Duo da gelingen, die Amerikaner zu überholen, also zwischen sich und die Österreicher zu legen, dann würde es einen Wechsel in der Farbe der Medaille geben. Dann hätte nämlich Kroatien Silber und Österreich Bronze. Man hat es eben gerade in SAP Selling Analytics gut gesehen. Die Kroaten haben immer eine leicht höhere Bootsgeschwindigkeit als die Österreicher. Und überhaupt haben die Österreicher ein bisschen Speedprobleme. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie gerade ein bisschen nervös werden an Bord. Auch Hubert Merkelbach, der auf der gleichen Seite ist wie Sie, fährt über einen Knoten schneller als die Österreicher aktuell. So, dann also das wird nochmal richtig eng. Ja. Die Amerikaner Benjamin Sternberg und Stuart McIntosh könnten also so ein bisschen zum Zünglein an der Waage werden hier, wenn es um die Medaillenvergabe geht. Allerdings, zumindest aus dieser Perspektive, der Rückstand der Kroaten auf die Amerikaner jetzt nicht gerade gering. Johann, aus deiner Perspektive mit bloßem Auge, ist das machbar für Stipanovic Bilic? Also es sind aus meiner Sicht bestimmt 150 Meter zwischen den beiden. Vielleicht auch ein bisschen weniger. Aber ich würde sagen, vielleicht 100, 150 Meter zwischen Stipanovic und Sternberg. Aber an dieser Stelle würde ich gerne einmal kurz darauf verweisen, dass das amerikanische Team Sternberg-McIntosh, die befinden sich gerade auf Platz 43. Und ich glaube, dass es gerade das beste Rennen ist für die beiden in der ganzen Serie. Und Tonči Stipanović ist amtierender Silbermedaillengewinner im Laser, Weltklasse-Segler. Und ich wünsche mir, dass es noch knapper wird. Also das ist jetzt gerade wirklich eine Situation, die ich den Österreichern nicht wünsche. Denn ich bin mir sicher, dass Tonči Stipanović und sein Vorschütter Bilic jetzt gerade ein bisschen Blut geleckt haben und mit Sicherheit nochmal angreifen werden auf die Amerikaner. Ja, und wenn meine Daten hier korrekt sind, dann haben wir auch noch eine Zielkreuz vor uns. Johann, weißt du da auf dem Wasser mehr? Ja, leider habe ich vom Pinnen nicht gesehen, aber ich kriege hier gerade ein Kopfnicken. Also ja, wir werden eine Zielkreuz sehen gleich noch. Und das heißt, zusätzliche Rundung, zusätzliche Chancen, noch mal Meter zu machen und halt auch, um hier Plätze gut zu machen. Und ja, ich sehe, dass Tonči Stipanović hier gerade Meter gut macht auf die Amerikaner Sternberg-McIntosh. Also aus meiner Sicht wird der Vorsprung der Amerikaner immer kleiner. Und du hast recht, Johann, hab gerade mal geschaut, Sternberg-McIntosh bislang in den 5 bisherigen Wettfahrten nicht mal unter den Top 20, also beste Platzierung 28, dann noch 34, 44 und 46 momentan hier auf Rang 3 liegend. Und wie gesagt, sie spielen eine große Rolle wahrscheinlich dann am Ende im Kampf um die Medaillen. Hier sind wir wieder bei Stipanovic Bilic. Für unsere deutschen Fans ein kurzer Blick auf die Deutschen hier in diesem Rennen. Eben Hubert Merkelbach aktuell der beste, zumindest beste deutsche Gesamtteam in diesem Rennen auf Platz 6. Vor diesem Rennen lagen sie insgesamt auf Platz 9. Dieses Rennen würde sie auch nochmal deutlich nach vorne befördern. Auf Platz 8 Daniel Fritz, der Sohn des Segelmachers Werner Fritz, bei der Euro in Kroatien. Diesen Frühling hat er die Junioren-Europameistermedaille geholt. Und dann eben auf Platz 11 kommt der nächste Deutsche mit Frank Tusch. Und wir haben ja gerade noch mal gehört und auch bestätigt, dass es kein Reach ins Ziel gibt, wie von mir vermutet, sondern einen Upwind, also eine Zielkreuz nochmal. Das heißt, da ist durchaus noch ein bisschen Zeit und Gelegenheit gegeben, noch die eine oder andere Platzierung besser zu machen, gut zu machen. Sowohl natürlich für die beiden hier, für die Österreicher, Spitzhauer, Nehammer, aber natürlich in erster Linie auch für die Kroaten, für Stipanovic, Bilic, während
Schönherr und Coy nach wie vor dort in Führung liegen. Also die Spannung bleibt uns hier glücklicherweise, und da freuen wir uns drüber, noch ein bisschen erhalten. Ja, eine Besonderheit der Starboot-Klasse ist eben, dass wir eine Target-Time, eine Zielzeit für das Rennen von 2 Stunden haben. Aktuell haben wir ungefähr 1,5 Stunden auf der Uhr, und eben eine Kreuz dauert ungefähr 25 Minuten. Also auch Glückwunsch an die Wettfahrtleitung, sehr gut ausgelegter Kurs. Wir erreichen hier vermutlich genau die Target-Time, auch wenn der Wind hier jetzt etwas zulegt. Und nochmal sei es erwähnt, die führenden Schönherr Coy nicht in dieser Grafik vertreten, hier aber dafür groß und live im Bild, da offenbar etwas Probleme aufgetreten sind mit ihrem Tracker, senden da keine Daten. Wir verlassen uns auf das, was wir sehen, und das zeigt uns, dass die beiden hier nach wie vor in Führung liegen. Und der Wind ist jetzt eben auf ungefähr 11 Knoten im Schnitt, also hat etwas zugelegt. Wir haben so bei 8-9 Knoten gestartet, und jetzt können eben die Starboote mit diesem Rollen anfangen, was wir eben sehen. Also versuchen eben mit der Welle immer ein bisschen das Boot nach Luft zu rollen und damit ein bisschen in die Tiefe zu gehen und dann wieder hochzugehen. Also eine ähnliche Technik, die wir auch aus dem Laser und aus dem Fin kennen, nur halt eben mit einem Kielboot. Ja, Johann, und diese Zielkreuz, die könnte noch mal Spannung versprechen. Ja, auf jeden Fall. Der Formbinder ist ja auch noch gar nicht vorbei, und der ist auch noch ziemlich lang. Der Kurs ist echt extrem lang, muss ich sagen. Das Rennen läuft jetzt schon 1,5 Stunden, und wenn mich nicht alles täuscht, ist das Zielschiff, also die Zielkreuz, die ja normalerweise eher kurz ist, wird, glaube ich, noch mal komplett bis zur Lufttonne gehen. Also das Rennen, das muss man noch nicht abschreiben hier. Da kann noch einiges passieren, denn es wird auch bestimmt noch einige Zeit dauern, bis das entschieden ist. Genau, also die Kurse, die wir hier eben bei der Star-Weltmeisterschaft segeln, die sind von der Star-Klasse vorgegeben. Und die geben eben vor, entweder einen Dreieckskurs oder einen Up-and-Down-Kurs zu segeln. Wir fahren jetzt eben den Up-and-Down-Kurs, und entweder ist dann eben Vorwindziel unter dem Gate, wie wir es vielleicht auch von der Bundesliga kennen, oder es ist Upwind-Ziel, und dann ist aber eben das Ziel über der Lufttonne, also noch ein kompletter Upwind. Und da kann natürlich noch einiges passieren auf diesem kompletten Upwind, also auf der dritten Kreuz, die dann in dieser 6. und letzten Wettfahrt gegen den Wind gesegelt wird. Und die beiden hier, Tonči Stjepanović, zweimaliger Silbermedaillengewinner im Laser bei Olympischen Spielen in Rio und in Tokio, kann dort also noch Boden gut machen. Es geht darum, für ihn aus seiner Perspektive und der seines Vorschotters Bilic, die beiden Amerikaner einzuholen, dann darauf zu hoffen, dass die Österreicher die beiden Amerikaner nicht auch noch überholen. Weil wenn es den Kroaten gelingt, zwischen sich und die Österreicher ein Boot zu bekommen, dann haben sie die Silbermedaille sicher. Ja, und die Österreicher konnten jetzt gerade auf dem unteren Teil des Vorwinds etwas Boden gut machen. Ich schätze mal, da kam etwas frischer Wind von der linken Kursseite ein, und die sind jetzt ungefähr gleich auf mit dem Kroaten, aber so einen halben Knoten schneller. Ja, genau, Lena, das ist wahr. Und was auch sehr interessant ist, ist, dass sich diese drei Boote, die jetzt hier wirklich um die Entscheidung der Medaillen kämpfen, sich extrem zusammengeschoben haben in den letzten 3-4 Minuten. Also der Kroate Tonči Stjepanović, der Österreicher Jochen Schönherr und die Amerikaner sind jetzt fast gleich auf. Und ich sehe, dass die Amerikaner jetzt gerade noch eine Halse setzen, und das wird bestimmt noch eng. Also wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass das gleich noch mal richtig zur Sache geht auf der letzten Kreuz. Also hier rechts, das sind die Österreicher. Bild steht gerade. Weiter oben Norwegen, dann Sternberg, McIntosh. Links von den Österreichern gerade die Kroaten zu sehen, auch hier in der Virtual Eye-Grafik. Hier schön im Bild die beiden, ne? Hier Vordergrund die leicht schwankenden
die Österreicher, links daneben die Kroaten. Und das sind Jorgen Schönherr und Markus Keu, die nach wie vor in Führung liegen. Jetzt also ein drittes Mal auf die Kreuz gehen. Haben sich wiederum für die rechte Gatehorne entschieden und damit erstmal für die rechte Kursseite. Die Gatehorne liegen relativ neutral. Aus meiner Sicht ist keine Tonne deutlich bevorteilt, ungefähr gleich. Und hier Österreich, bitte? Österreich rechts, links die Amerikaner. Sternberg McIntosh. Ja, hier geht's jetzt richtig zur Sache. Da geht's jetzt richtig zur Sache, Alex. Ich hab ja gerade eben schon gesagt, dass sich das bei den dreien da nochmal echt zusammenschiebt. Und genau das ist der Fall. Wind hat nochmal aufgefrischt, bestimmt 10 Knoten jetzt, teilweise mehr. Und der Amerikaner Sternberg hat ordentlich Meter verloren auf seine beiden Verfolger aus Österreich und Kroatien. Und während der Däne Jorgen Schönherr mit Markus Keul souverän jetzt hier gerade vorweg fährt, liefern sich die drei jetzt gleich nochmal einen packenden Fight wahrscheinlich. Wind ist jetzt weit rechts gedreht, wirklich nochmal aufgefrischt, muss ich sagen. Und ich sehe hier gerade, dass der Norweger Melleby mit richtig Fahrt hier durch die Wellen fährt. Und das wird jetzt nochmal richtig spannend bei der Letonnenrundung der drei verfolgenden Boote hier. Ja, und wir haben auch gerade gesehen, mit welcher Geschwindigkeit dort Schönherr Keu den drei Konkurrenten, die ja noch auf den letzten Metern der Vorwindstrecke sind, entgegengefahren ist. Also jetzt schauen wir mal, wie sich das Ganze hier darstellt. Hier unten, das sind die Österreicher, die gehen auf die linke Kreuzseite. Oben Kroatien, Stipanovic, Bilic entscheiden sich für die rechte Seite. Lena, aus deiner Perspektive, was ist da die bessere Wahl? Ja, wie gesagt, die beiden Gatehornen sehen relativ ähnlich aus. Die Frage ist jetzt, wie sieht's auf dem Wasser aus? Was sagen die Wolken? Was sagen die Böen? Johann, kannst du eine Prognose geben für die Kreuz? Ja, meiner Meinung nach deutlich mehr Wind auf der linken Kursseite. Eine sehr große Wolke, die auch abregnet, sehe ich gerade. Den Druck, der vor der Wolke hergeschoben wird, den haben wir jetzt schon. Und ich vermute, dass es auf der linken Seite mehr Wind ist. Und in der Regel dreht der Wind bei abregnenden Wolken rechts, heißt, dass theoretisch die rechte Kreuzseite besser sein müsste. Und ich sehe jetzt auch gerade, dass der Wind rechts verdreht ist und die Kroaten und die Amerikaner auf der rechten Seite einen sehr direkten Weg zur Lufttonne fahren gerade. Also nochmal zur Erklärung, Spitzhauer, Nehammer fahren momentan auf Silberkurs, Stipanovic, Bilic müssen sowohl natürlich die Österreicher überholen als auch die Amerikaner und die müssen dann zwischen den beiden bleiben. Also da muss noch einiges zusammenkommen für Stipanovic Bilic, aber es ist ja noch ein bisschen Zeit. Melleby Avalon dort auf Rang 2 liegend, Schönherr Keu nicht in dieser Grafik vertreten, aber nichtsdestotrotz nach wie vor auf Rang 1 liegend. Genau, und die Kursgeometrie ist tatsächlich gerade so, dass der Wind etwas weiter von rechts kommt als das Ziel, auf was die Segler gerade zufahren und dadurch der Backbordbug der Streckbug ist. Hubert Merkelbach und Kilian Weise wollen wir nicht vergessen, die auch ein hervorragendes Rennen hier liefern am Abschlusstag der Starboot-Weltmeisterschaft im Rahmen der Kieler Woche. Diese Serie, das kann man jetzt schon sagen, als bestes deutsches Duo beenden werden. Das waren sie nämlich schon vor dieser Wettfahrt. Und auch jetzt sind sie hier stark mit dabei, momentan auf Rang 6 liegend. Die Vize-Europameister von Split, auch in diesem Jahr ja die Silbermedaille dort gefeiert. Melleby Avalon hier unten auf Rang 2 liegend, erste Verfolger des dänisch-deutschen Duos Schönherr Keu. Immer noch Spitzhauer auf Kurs Silber, Stipanovic auf Kurs Bronze. Wenn die Positionierungen so bleiben, wie wir sie gerade sehen, dann heißt das Silber für die Österreicher Spitzhauer und Nehammer, Bronze für Tonči Stipanovic mit seinem Vorschutter Tudor Bilic und eben Platz 4 für Markus Keu und Jorgen Schönherr, Platz 5 für die Norweger
Elvin Melleby und Guy Avellon. So wäre gerade der aktuelle Gesamtstand natürlich hinter dem Weltmeister Diego Negri und Fridtjof Kleen. Und die beiden sind hier gar nicht mehr mit dabei, weil sie das gar nicht nötig hatten, in Anführungsstrichen, haben gestern bereits den WM-Titel unter Dach und Fach gebracht, nehmen diese Wettfahrt hier als Streichergebnis rein, weil dann nur ein vierter Platz mit in die Wertung geht, den sie bislang als Streicher hatten. Das hätte aber gereicht, um alle Konkurrenten hinter sich zu halten. Also deshalb heute nicht mehr mit dabei. Diego Negri, der Italiener, und Fridtjof Kleen, der Berliner Vorschoter, die also gestern schon den WM-Titel feiern konnten. Also zurück zu der Entscheidung um WM-Silber und WM-Bronze. Nach wie vor mit den besseren Karten für Hans Spitzhauer und Christian Nehammer dicht. Allerdings dicht sind sie zusammen. Tonči Stipanović, Tudor Bilić, also das haben wir nun schon mehrfach erklärt. Sternberg, McIntosh dort oben auch noch mit dabei. Die könnten, um es nochmal zu sagen, das Zünglein dann an der Waage sein. Aber Spitzhauer, Nehammer, die lassen sich da aktuell die Butter nicht vom Brot nehmen und verteidigen dort mit allem, was sie haben. Hier haben wir die Kroaten und die Amerikaner im Bild. Verteidigen also mit allem, was sie haben, dort über die linke Seite fahrend ihre Silbermedaille. Hans Spitzhauer und Christian Nehammer waren bei der letzten Star-Weltmeisterschaft, sind sie einen 10. Platz ersegelt. Das wäre also eine deutliche Steigerung, aber beides Top-Segler. Christian Nehammer war 2008 bei Olympia im Starboot. Hans Spitzhauer wurde in Atlanta 1996 Vierter und war übrigens 1995 Weltmeister in der Schwermänner-Einhandbootsklasse Finn. Überhaupt ja viele Finnsegler hier im Starboot zu finden. Das liest man immer wieder. Matthäus Kusnierewitz, der 2019 zusammen mit Bruno Prada und Porto Cervo Weltmeister geworden ist, ja im Findingi 1996 in Atlanta sogar Olympiasieger geworden. Genau, auch die zwei besten deutschen Finnsegler Philipp Kasyyske und Max Kohlhoff sind jetzt in den Star umgestiegen nach der missglückten Olympia-Qualifikation. Philipp Kasyyske hatte leider auch einen Frühstart in diesen Rennen. Der ist vermutlich jetzt schon im Hafen und Max Kohlhoff befindet sich gerade auf den 17. Platz. Hier sind wir bei den Führenden zurück, die wir in der Grafik nicht sehen, hatte ich schon gesagt. Tracker-Probleme. Jorgen Schönherr, der Däne, und Markus Koi, der Deutsche, fünfmal schon Europameister geworden. Beide gerade hinter dem Großsegel verdeckt. 20 Quadratmeter Segelfläche. Dazu kommen 7 mit der Fock, also 27,92 insgesamt. Die also auf Rang 1 auf dieser Zielkreuz vor den jetzt gerade ins Bild gefahrenen Norwegern Eivind Melleby und Guy Thomas Avellon. Dahinter dann rechts im Bild die Verfolger aus Österreich, Kroatien und den USA. Und das norwegische Team bzw. der norwegische Steuermann Elvin Melleby war auch schon mal Starweltmeister in 2017. Auch ansonsten ein sehr erfolgreicher Segler, Olympiateilnehmer, zweimaliger Volvo Ocean Race Teilnehmer. Und der Vorschoter Guy Avellon ist seit vielen Jahren ein sehr erfolgreicher Star-Vorschoter. Stark besetzt hier diese Weltmeisterschaften vor Kiel. Das Who is Who der Starboot-Szene hat hier den Weg in die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein gefunden. Und alle tun ihr Bestes, um hier in dieser 6. und letzten Wettfahrt ihre Klasse nochmal in voller Schönheit zu präsentieren. Spannende, abschließende 6. Wettfahrt. Gold ist vergeben, der Kampf geht um Silber und Bronze, die beiden hier, Österreich 85,29, gerade auch vom Großsegel verdeckt, dort links ins Bild kommend. Hans Spitzhauer und Christian Nehammer haben aktuell die besten Karten, hier hinter Negri Kleen sich die Silbermedaille zu sichern. Schön ja, zu Alex, sehen, wie... Absolut. Ja, Johann, und, schön, dass du wieder da bist.
Ja, wir haben jetzt noch mehr Wind hier auf dem Kurs. Also es sind jetzt bestimmt gute 12, 13 Knoten. Und der Dreikampf ist immer noch, der ist immer noch absolut am Entfachen, würde ich es nennen. Denn der Österreicher hat sich jetzt auf der linken Seite hier positioniert. Und wenn der Wind jetzt weiter links drehen sollte, was gut möglich ist, hätte er jetzt einen guten Hebel nochmal anzugreifen gegen den Kroaten Stipanovic und die Amerikaner Sternberg McIntosh. Also das wird nochmal richtig eng. Ich glaube, dass in der Führung, dass Jorgen Schönherr und Markus Keu nichts mehr anbrennen wird. Die werden das, glaube ich, souverän nach Hause fahren, dieses Rennen. Und ich bin wirklich gespannt, was jetzt auf Platz 4, 5 und 6 noch passiert. Ja, das beste Mittel für Spitzauer Nehammer ist ja, wo wir die ganze Zeit darüber spekulieren, was Stipanovic-Bilic machen müssen und wen sie alles noch überholen müssen. Das beste Mittel für die beiden Österreicher wäre natürlich, vor den Kroaten zu bleiben. Dann braucht hier keiner weiter anfangen zu rechnen, weil dann hätten sie ganz sicher die Silbermedaille in der Tasche. Ja, die erste Hälfte der letzten Zielkreuz dieser Weltmeisterschaft ist vorbei und jetzt geht der Kroate Stipanovic in den Angriff, ist hier nämlich gerade weggewendet und versucht jetzt nochmal über die rechte Seite anzugreifen. Johann, hältst du das für eine gute Idee, nach dem, was du gerade gesagt hast, über die linke Seite? Glaube ich nicht. Ich glaube, das ist nicht die richtige Entscheidung gewesen. Ich sehe auf der linken Kreuzseite deutlich mehr Wind. Ich glaube, alle hier im Feld sind auf dem Backboard Bug Richtung linke Kreuzseite. Und ich frage mich, was die da auf rechts sehen. Also erschließt sich mir nicht so ganz. Und ich glaube auch, dass die Österreicher das hier richtig machen, weiter nach links zu fahren. Naja, Tonči Stipanović hat gerade wenig zu gewinnen, wenig zu verlieren und viel zu gewinnen. Nach hinten der Abstand auf Markus Keu im Gesamtranking sind 5 Punkte und nach vorne eben nur 2 Punkte auf Hans Spitzhauer. Das heißt, ja, er kann eigentlich nur angreifen und ich schätze mal, das ist so der letzte Versuch, dann noch irgendwas zu machen, weil wenn er mitfährt, er ist gleich schnell wie die anderen. Es sind keine großen Geschwindigkeitsunterschiede. Das ist das Einzige, was er jetzt gerade machen kann. Ja, war auch meine Idee, so als letzte mögliche Chance weiterhin auf die linke Seite rüberzufahren. Da wäre er ja definitiv hinter den Österreichern geblieben. Und da auch hinter ihm nicht so viele sind, die ihm gefährlich werden können, wie Lena das gerade schon gesagt hat, dann vielleicht nochmal auf irgendwas zu hoffen, was ihm da auf der rechten Seite widerfahren könnte. Auch wenn es momentan nicht so aussieht, vielleicht passiert da noch was. Deshalb schätze ich mal, hat er dieses Manöver dort versucht. Aktuell sieht es nicht danach aus, als ob sich das auszahlen sollte. Aber wir haben ja hier im Laufe der Woche schon das eine oder andere Überraschungsmoment erlebt. Und sie bringen natürlich so die Österreicher ein bisschen in eine ungemütliche Situation. Die werden jetzt die ganze Zeit gucken, was passiert da drüben. Sieht das gut aus? Sieht das schlecht aus? Die werden da jetzt die ganze Zeit ein Auge drauf haben und das macht natürlich nervös und im Zweifel ein bisschen langsamer. Hier wieder zurück bei den Führenden Jorgen Schönherr und Markus Keu. Die fahren hier wirklich ein tolles Rennen. Tolle sechste Wettfahrt hatten sich vorgenommen, nochmal anzugreifen und hier für ein gutes Ergebnis zu sorgen. Und besser als Platz 1 geht nun mal nicht. Waren so ein bisschen jetzt davon, Markus hat es ja auch gesagt, schielen vielleicht sogar noch auf eine Medaille. Sind jetzt natürlich und auch schon die ganze Zeit davon abhängig, wie die Verfolger, wie die Konkurrenz performt. Die zeigen aber auch keine Nerven, sondern sind vorne mit dabei. Also es wird dann, wie Lena es auch gerade schon erzählt hat, wenn es alles so bleibt, wie es jetzt ist, trotz des Sieges nur in Anführungsstrichen zu Rang 4 reichen. Genau, sie müssten eben mindestens 9 Boote zwischen sich und Stipanovic oder Spitzauer bringen, einen von beiden, um eben noch auf die Medaillenränge zu kommen. Das ist jetzt so, wie es hier ausschaut, nicht mehr möglich. Aber mit diesem sehr guten ersten Platz wären sie dann Vierter in der Gesamtwertung, was eben auch die Holzmedaille bedeuten würde. Aber die werden da unglaublich stolz drauf sein, wenn sie das so ins Ziel bringen.
Ja, das könnte allerhöchstens passieren, dass entweder bei Ihnen hier, bei den Österreichern, die wir gerade im Bild haben, oder bei den Kroaten irgendwas an Bord passiert und Sie nicht weiter segeln können. Ansonsten werden sich die beiden das hier nicht mehr nehmen lassen, den Sprung aufs Podium hinter Negri Klen zu schaffen. Und so wie es jetzt ausschaut, bleibt dann Stipanović und Bilic die Bronzemedaille. Ja, Totti Stipanović ist da ja, auf der rechten Kursseite wieder gewendet und fährt jetzt wieder in Richtung dem Feld von der linken Seite. Ich bin mal gespannt, wie das Crossing dann aussieht. Johann, kannst du da mehr erkennen? Ja, genau. Ich wollte mich gerade melden. Und zwar ist die Wolke, von der ich am Anfang der Kreuz gesprochen habe, die ist jetzt durchgezogen. Der Wind stand ja sehr weit rechts bisher und ich glaube, dass der Wind jetzt gerade wieder nach links gedreht ist und das hat dazu geführt hat, dass als allererstes das führende Boot, also Jürgen Schönherr, Markus Keul, gewendet haben. Und dem sind die verfolgenden Boote gefolgt, sind jetzt auf Steuerbord Bug. Und ich meine auch, dass sich somit jetzt auch klarstellen wird, ob dieser Angriff über die rechte Seite von Tonči Stipanović sich auszahlt. Ich weiß nicht, ob ihr es in den Tracking-Daten besser sehen könnt als ich. Von hier ist es schwer zu sehen. Ja, also der Dreher sieht so aus, hättest du da recht, als wäre da ein leichter Linksdreher gewesen. Der Wendewinkel von den Norwegern und von den Österreichern sieht da sehr gut aus. Und der Kroate Tonči Stipanović muss jetzt auch ein bisschen abfallen. Also das sieht gut aus für die Boote von der linken Seite, soweit ich das hier erkennen kann. Also, wobei ich hier gerade sehe, dass in der Gesamtwertung sich eine kleine Verschiebung ergeben hat. Stipanović auf einmal vor Spitzauer. Ich hatte ja gesagt, das müssen wir immer mit der Überschrift vorläufig besetzen. Aber so wie es jetzt ausschaut, und das lässt sich natürlich hier schwer zu sagen, Stipanović vor dem Amerikaner und der wiederum hinter... Na, der Amerikaner ist gerade vor dem Österreicher. Genau, also, das meine ich. Ja, wenn da wirklich Stipanović jetzt vorne durchkommt, das werden wir jetzt gleich auf dem Wasser sehen. Da können wir jetzt von den Tracking-Daten nur mutmaßen. Johann, vielleicht deshalb nochmal raus zu dir. Du bist näher dran. Wir wollen uns hier nicht, so allzu sehr im Nebel stochern. Aber aktuell sieht es so aus, als ob das eingetreten wäre, dass Stipanović die Amerikaner überholt hat und die wiederum vor den Österreichern liegen. Deshalb hat jetzt Silber und Bronze in dem Moment gewechselt. Kannst du das bestätigen? Ich meine, ja, ich kann von hier jetzt gerade die Segelnummer nicht genau erkennen, aber es sieht für mich so aus, als wäre von der rechten Seite jetzt gerade, das ist, glaube ich, tatsächlich so, es wundert mich gerade, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, aber es scheint mir so, als hätte Tonči Stipanović es irgendwie geschafft, von der rechten Seite jetzt den Österreicher und den Amerikaner zu überholen, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher, ich würde da auch bei vorläufig bleiben. Aber hier zu sehen, also es scheint tatsächlich so zu sein, liebe Leute, dass der Move da von Tonči Stipanović und Tudor Bilic, das für uns so ein bisschen wie eine Verzweiflungsaktion aussah, jetzt die entscheidende Aktion gewesen sein könnte. Natürlich immer auch abwartend, was passiert mit den Amerikanern. Denn wenn die Österreicher sich wieder ans Heck der Kroaten hängen können und die Amerikaner überholen können, dann wechselt das Ganze wieder. Kroatien braucht noch ein Boot zwischen sich und Österreich. Wir sehen es hier sehr gut in der Aufnahme. Die Kroaten haben sich jetzt schräg vor die Österreicher gesetzt und decken die jetzt. Und wenn die das so ins Ziel bringen und dazwischen noch die Amerikaner ins Ziel kommen, dann hat Tonči Stipanović hier Silber bei der Starboot-WM. Unfassbar. Ja, kann ich bestätigen, ihr beiden. Das ist wirklich unfassbar. Unfassbar, wie er das gemacht hat. Ich dachte, es wäre eher so ein Akt der Verzweiflung. Aber irgendwie hat er es geschafft, sich jetzt vor die Österreicher zu legen und deckt die gerade tatsächlich aktiv ab. Es kommt jetzt natürlich darauf an, was die amerikanischen Segler Sternberg McIntosh machen. Aber kann ich bestätigen, die Kroaten Stipanović und Bilic haben jetzt gerade die Nase vorn.
Hier haben wir sie groß im Bild mit der Segelnummer 8540, Tonči Stipanović, Tudor Bilić, sei nochmal erwähnt, Stipanović, zweifacher Silbermedaillengewinner im Laser vor 5 Wochen in Tokio, die 2. Silbermedaille nach Rio im Laser gewonnen. Also der bringt Erfahrung und auch die nötige Verwegenheit mit. Das vielleicht auch als Erklärung für die Entscheidung, die er da gerade getroffen hat, die zunächst nach einer einsamen Entscheidung aussah, die ihm aber momentan, je nachdem, was Sternberg McIntosh machen, jetzt sogar die Silbermedaille bescheren könnte. Spitzhauer-Nehammer natürlich jetzt darum bemüht, zum einen an den Kroaten dran zu bleiben, aber die Amerikaner, Sternberg McIntosh, hier haben wir links Kroatien, rechts Österreich, also links liegen zu lassen, damit sie wiederum auf den Silberrang vorrücken können. Die Wende hier verstehe ich jetzt wiederum nicht. Eigentlich müssten sie ja in der Deckung, die Österreicher in der Deckung halten. Aber ich maße mir nicht an, in den Kopf eines Silbermedaillengewinners reinzuschauen. Tonči Stipanović, zweimaliger Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen, scheint hier gerade das Unmögliche möglich zu machen. Will hier versuchen, vermutlich die Amerikaner hinter sich zu bringen, dass die eben auch auf jeden Fall hinter ihm sind, weil eben der Abstand, ja genau, so scheint es zu sein, weil eben der Abstand zu den Österreichern sehr sicher ist. Johann? Ja, absolut. Es ist ein bisschen unorthodox, was der Tonči Stipanović hier macht, aber ich will genau wie du mir nicht erlauben, da irgendwas Wertendes reinzubringen in meinen Kommentar. Ich bin eher einfach beeindruckt von der Leistung, die jetzt hier gebracht haben auf der dritten Kreuz. Und wir sind jetzt auf Höhe des Startschiffs und es geht jetzt wirklich in die finale Phase. Ich sehe jetzt gerade, dass sich der Norweger, der ein bisschen Meter verloren hat auf die Verfolger, die Kroaten, Amerikaner. Da ist Johann kurz abgerissen. Also dramatische Schlussphase hier, die Zielkreuz in der 6. und letzten Wettfahrt bei der Starboot WM 99. Es ist aktuell genau das eingetreten, was sich die Kroaten nicht besser hätten wünschen können, haben die Österreicher überholt und zwischen sich und die Österreicher noch die Amerikaner gepackt, wobei die jetzt da gerade eine Wende gesetzt haben. Lena, das wundert mich jetzt auch gerade ein bisschen. Genau, also die Situation war jetzt wie folgt. Die Kroaten haben jetzt eben sehr sicher die Österreicher gedeckt und haben da eben gesehen, oh, die Amerikaner kriegen da über die linke Seite nochmal frischen Wind ran und die müssen wir auch noch verteidigen. Deswegen sind die da jetzt hingefahren, sind unter die gewendet und haben denen eben so ein bisschen die Deflektorwirkung gegeben, also ein bisschen Abwinde gegeben. Und dadurch mussten jetzt eben die Amerikaner wegwenden. Sie haben sie zu einer Wende gezwungen, weil die einfach keinen guten Wind mehr hatten. Ja, und jetzt haben sie es ist einfach Segeln aus dem Lehrbuch. Jetzt haben sie eben so beide Gegner im Griff. Wobei natürlich sie jetzt nicht den Amerikanern so viel Abwinde geben sollten, dass die wiederum hinter die Österreicher zurückfallen. Weil dann nämlich wäre es so, dass Spitzhauer-Nehammer wieder auf Silber springen würden, weil die Kroaten ein Boot zwischen sich und den Österreichern brauchen. Genau, sehr gut erkannt. Nach wie vor auf dieser Grafik fehlen die Führenden, die sich schon am nächsten am Ziel befinden. Der Däne Jørgen Schønhær und der Deutsche Markus Koi, die hier eine sehr starke Performance abgeliefert haben, alles versucht haben, um noch den Sprung aufs Podium zu schaffen. Dazu wird es nicht kommen, aber dieser erste Platz wird Ihnen den 4. Platz in der Gesamtwertung bescheren. Was passiert dahinter? Also, was passiert zwischen Spitzhauer, Nehammer, Stipanović, Bilić und Sternberg McIntosh hier tatsächlich schon in Richtung Ziel? Also Glückwunsch an das deutsch-dänische Duo, an Jørgen Schønhær aus Dänemark und Markus Koi, ja auch oft Experte bei Kieler Woche TV. Also Glückwunsch zum Sieg in dieser 6. und letzten Wettfahrt. Tolle Performance. Aber wir gucken jetzt ganz genau darauf, was dahinter passiert. Ich weiß nicht, ob Johann wieder uns hören kann, der ja viel näher dran ist als wir. Ist weg. Okay, dann
Machen wir das mal von hier oben. Lena, sehen hier in der Grafik natürlich noch die Norweger Mellebø, den Steuermann und Guy Thomas Avalon, die dort auf Rang 2 fahren. Aber was ist dahinter los? Genau, also der Österreicher ist da eben auf die rechte Layline zum Ziel hingewendet. Sie haben eben versucht, möglichst weit außen zu wenden, damit eben sie keine Abwinde von den Kroaten kriegen. Es war eben zu erwarten, dass die Kroaten ihn eben genau drauf wenden. Die Amerikaner hingegen kommen jetzt ganz von der linken Seite an, haben dann jetzt aber eben gleich keinen Raum und wir werden sehen, wo die sich gleich einordnen. Es sieht mir auf jeden Fall so aus, als wären die Kroaten davor und dann würde eben genau das Unmögliche eintreffen, dass es Silber für Tonči Stipanović bedeuten würde und Bronze für Hans Spitzauer. Ich frage mich, ob die Amerikaner wissen, dass sie hier so eine wichtige Schachfigur im Spiel um die Medaillenränge sind. Ivan Mellebø, Guy Thomas Avalon in dieser Minute über die Ziellinie gefahren, Rang 2 und jetzt passiert genau das, was sich Kroatien wünscht, die jetzt erstmal als Dritte, nämlich das Ziel erreichen, Tonči Stipanović und Tudor Bilic und die gerade gewendet haben. Das sind die Amerikaner, das sind Benjamin Sternberg und Stuart McIntosh und es war wirklich kaum zu glauben, aber war dahinter jetzt die Österreicher, Nehammer, Spitzhauer, dahinter wiederum Merkelbach-Weise, die auch ein tolles Rennen gefahren sind. Also Rang 2 jetzt im Ziel, jetzt die drittplatzierten Amerikaner Benjamin Sternberg und Stuart McIntosh, das heißt Silber für Tonči Stipanović und Tudor Bilic und in Anführungsstrichen nur Bronze für die beiden Österreicher, die jetzt das Ziel erreichen für Hans Spitzhauer und Christian Nehammer. Packendes Finish hier bei dieser 99. Starboot WM in der 6. und letzten Wettfahrt. Also viel spannender hätte das Ganze nicht ausgehen können, nachdem die Goldmedaille ja schon vergeben war an Diego Negri und Fridtjof Kleen. Hubert Merkelbach und Kilian Weise gerade eben über die Ziellinie gefahren als Fünfte und in der Gesamtwertung als bestes deutsches Duo diese WM beendet. Schauen wir nachher nochmal in aller Ruhe auf die SAP Selling Analytics, Anna. Viel mehr ging ja eigentlich gar nicht, ne? Ja, Alex, Silber und Bronze. Ich habe Gänsehaut, also so eine Zielkreuz, ja. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also das zeigt die Klasse dieser Starbootklasse. Da hat man ein 2-Stunden-Rennen, wo man sich ja oft beim Segeln denkt, nach der ersten Kreuz ist alles entschieden. Und dann geht's bis kurz vorm Ziel, geht's hier noch um die Medaillen im letzten Rennen von der Weltmeisterschaft. Also unfassbar, unglaublich spannende Rennen. Und in der Gesamtwertung ist es dann am Ende tatsächlich ein Zähler, hatten wir ja gesagt. Ein Punkt, Tonči Stipanović und Tudor Bilic 22 Punkte, Johann Spitzhauer und Christian Nehammer 23 Zähler. Also viel enger kann es da nicht zugehen. Und wie Lena es gerade gesagt hat, mehr als 2,5 Stunden. Und dann am Ende ist es so knapp, das sind dann 20 Meter, die entscheiden, die Österreicher dann am Ende hinter den beiden US-Amerikanern Benjamin Sternberg und Stuart McIntosh, die, das hatte Johann ja auch völlig zu Recht gesagt, ja bisher eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt haben bei dieser WM. Beste Platzierung, ein 28. Rang. Und jetzt werden sie hier tatsächlich zum entscheidenden Zünglein an der Waage. Also wirklich toller Sport, den uns diese Kielbootklasse, die ja 2012 das letzte Mal olympisch war, bei den Olympischen Spielen in London, hier geboten haben im Rahmen der Kieler Woche 2021. 82 Crews aus 18 Nationen. Sie sehen, das Feld weit auseinandergezogen. Da kommt dann die Konkurrenten nach und nach ins Ziel. Aber also wir hatten ihnen, glaube ich, auch nicht zu viel versprochen, dass die Spannung, was die Medaillenvergabe angeht, da ist. Nochmal eine besondere Würze dadurch bekommen hat, dass ein Viertel der Crews nach dem Black Flag Start disqualifiziert worden ist. Unter ihnen auch die Titelverteidiger Kusnierovic, Prada. Ja, hier gibt's lange Gesichter. Lange Gesichter natürlich an Bord der Österreicher. Hans Spitzhauer hinten, Christian Nehammer. Die wissen natürlich genau, was die Stunde geschlagen hat. Haben Bronze gewonnen, aber
logisch, Silber wäre ihnen lieber gewesen. Ja, im ersten Moment würde es jetzt natürlich ziemlich wehtun, dass die da so düpiert worden sind von Tonči Stipanović. Aber heute Abend werden die sich richtig freuen über die Bronzemedaille. Die sind mit Bronze ins Rennen reingegangen und sind mit Bronze aus dem Rennen rausgekommen. Also eigentlich alles richtig gemacht. Und nochmal eine Kurzanalyse, Lena. Wir hatten ja, während Tonči Stipanović und Tudor Bilic die Entscheidung getroffen hatten, dort auf die rechte Seite zu gehen. Die haben wir die beiden übrigens aus der Drohnenperspektive in großem Bild gedacht. Naja, also es bleibt ihm jetzt auch gar nichts anderes übrig. Genau. Da er ja die Österreicher da auf dem gleichen Bug unterwegs war, sowieso nicht mehr einholen kann, muss er halt irgendwas versuchen. Und wir dachten, es war pure Verzweiflung oder so nach dem Motto, der letzte Strohhalm, aber der letzte Strohhalm hat ihn Silber beschert. Genau, man hat auch gesehen im direkten Vergleich von dem Kroaten und dem Österreicher, dass die Kroaten immer so ein Ticken langsamer waren. Das haben die eben auch gemerkt. Okay, wenn wir hier mitfahren, dann werden wir hier nicht vorne rauskommen. Wir müssen irgendwie weggehen. Und dann sind sie eben, ja, haben sich dafür entschieden, okay, Risiko, was anderes können wir nicht machen, rauswenden. Und dann hat es tatsächlich geglückt. Unfassbar. Und vielleicht ganz kurz, während die Kroaten hier in aller Ruhe nach Hause segeln in den Hafen, vorne dort an dem Motorboot, das ist kein geringerer als Hubert Merkelbach. Und wenn man Weltpräsident der internationalen Starboot-Vereinigung ist, dann kann man sich auch vom Motorboot halt in den Hafen ziehen lassen. Man muss halt Präsident sein, um dieses Privileg dann zu bekommen. Ganz stark. Entschuldigung, Weltpräsident. So, da sehen wir unser Beiboot an Bord, dort Johann Kohlhoff, freut uns natürlich ganz besonders, ein Interview vorbereitet mit den beiden Kroaten, die hier so einen Husarenritt hingelegt haben auf dieser Zielkreuz. Ganz starke Performance von Tonči Stipanović und Tudor Bilic. Rechts übrigens das Kameraboot. Nora Schill ist dort diejenige, die uns die tollen Bilder dort geliefert hat und auch gleich die drei dort unten an Bord einfangen wird. Also Johann, wenn du uns hörst, was ich hoffe, Glückwunsch für eine tolle Performance. Und das ist ja selbst gerade gesagt, wir haben eigentlich gar nicht mehr dran geglaubt. Also bitte Glückwunsch an Tonči Stipanović und Tudor Bilic. Ich glaube, er hört uns noch nicht. Johann, kannst loslegen? Okay. Ja. Tonči Stipanović, Tudor Bilic, congratulations on your silver medal. Thank you. So, how did you perceive the last upwind? I mean, we were all together and only chance was to pass Americans. And in one moment I said to Tudor, okay, let's test the luck. So we take and make some to go on clear wind, and we had really nice right shift, and which helped us to pass Austrians and Americans, and on the end we were lucky that Americans were in between us. So you finished second in the Olympics in the laser class, now second in the World Championships in the star. Do you think that you might change the boat class for good? I know for sure 3 more years now, so it's good to have silver medal from the star. It was always my dream to sail in the star since I start with Optimist, and yeah, this is really, really great results after Olympics this year. I'm more than happy with the silver medal here also. What are your plans for the future? Are you going to keep sailing both classes, or are you like planning on sailing more star events? Well, we'll try to sail as much as we can, depending on Tonči's obligation in laser class. But yeah, we are staying as a team, and we are happy. So really, really happy. Huh? How happy were you with this year's Kiel week? We had difficult wind situations, and but still, how did you perceive the regatta overall? I mean, yeah, it was a bit stressful without wind 2 days, but every day after postponed, we were going out on the training. We wanted to stay in the shape with the feeling with the boat, so we were training every day, even we didn't have the race, and we were following the forecast and hoping that we will make a championship. And now we have 6 races. I think that everybody here in Kiel Week are happy, and we are also happy to be here. Congratulations again, and I wish you really good celebrations tonight. Thank you very much.
Ja, und Glückwunsch an die beiden Kroaten zur Silbermedaille, aber auch vielen Dank, Johann, dass das da so hervorragend geklappt hat mit dem Interview an Bord des Starbootes. Das Ganze garniert aus zwei verschiedenen Kameraperspektiven, also vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen. Das war richtig schön aufgelöst und das gibt uns die Möglichkeit, da die Eindrücke direkt vom Wasser zu bekommen. Und den Satz, den ich mir gemerkt habe, den Tonči Stepanović gerade von sich gegeben hat, let's test the luck. Also lass uns einfach unser Glück versuchen, hat er zu Tudor Bilic gesagt. Das war genau der Move, wo wir uns gefragt haben, was reitet die da? Aber er hat selber gesagt, lass uns unser Glück versuchen. Wir können eigentlich nur hinterherfahren. Das heißt, wir müssen irgendwas machen, weil wir die Amerikaner noch zwischen uns und die Österreicher bekommen müssen. Hier haben wir die Österreicher Lust auf der einen, Frust auf der anderen Seite. Aber ich denke, du hast es schon gesagt, Lena, die werden sich dann auch, wenn sie im Hafen sind, das Ganze, na, da wird schon wieder gelacht. Also von daher, die freuen sich natürlich auch. Es ist immerhin eine WM-Medaille, die die beiden hier gewonnen haben. Die Bronzene bei der 99. Starboot-WM. Ja, es war ein packendes Rennen, sehr lange gedauert. Lenny Bintzus hat sich die Mühe gemacht, das Ganze noch mal auf eine gewisse Länge, kürzere Form zusammenzuschneiden. Lena, schauen wir noch mal zusammen drauf. Genau, der Start mit auch wieder hier zwei Frühstarter. Nachdem wir eine Stunde versucht haben zu starten, ging es dann auf die erste Kreuz, die zwei Seemeilen lang war, wo wir die große Wolke in der Mitte vom Feld haben. Links davon die Boote sind immer schneller geworden, rechts davon die Boote sind immer schneller geworden. Am Ende hat sich dann aber die linke Seite ausgezahlt, das Feld deutlich dezimiert auf nur 60 Starboote, 20 Boote wurden disqualifiziert. Direkt als erster rumgegangen sind dann eben die Dänen, noch nicht Markus Koi, sondern das andere Team. Henriksen Eivind, genau. Genau. Und hier Johan Spitzhammer sind als Achter rumgegangen. Wir erinnern uns, die Kroaten, Tonči Stepanović, sind als 20. um die erste Lufttonne gegangen. Dann hier unten schon Markus Koi, Jorgen Schönherr haben sich auf den ersten Platz vorgearbeitet auf diesem Vorwind durch einen grandiosen Speed. Die Österreicher haben sich schon auf Platz 4 vorgearbeitet auf dem ersten Vorwind und eben Tonči Stepanović schon auf Rang, ich glaube, 8 oder so vorgearbeitet auf dem ersten Vorwind. Dann eben die zweite Kreuz. Die Boote haben es wieder über die linke Seite versucht. Die meisten vorderen Teams links hat sich auch dann ausgezahlt. Jorgen Schönherr und Markus Koi haben klassisches Decking gemacht von den Norwegern auf Rang 2. Die Amerikaner haben eine entscheidende Rolle gespielt in diesem Rennen. Auf diesem Vorwind gab es keine großen Veränderungen. Alle Boote sind gleich geblieben. Es hat keine großen Böen, keine großen Dreher gegeben. Und dann kam eben der entscheidende letzte Vorwind. Wir sehen hier nochmal die letzte Tonnenrundung, wo eben die Österreicher knapp vor den Kroaten um die Tonne gegangen sind. Und dann hier eben der Zieleinlauf mit den Dänen auf Platz 1, den Norwegern auf Platz 2 und dieses unfassbare Finish von Tonči Stepanović, der sich auf dem dritten Platz ins Ziel schiebt und damit die Silbermedaille sichert vor Hans Spitzauer. Ja, Tonči Stepanović und Tudor Bilic, die beiden Desperados aus Kroatien nach diesem entscheidenden Move. Let's test the luck, hat Tonči zu Tudor gesagt und haben sie ihr Glück versucht und das, ja, sie haben ihr Glück auf der rechten Seite gefunden und es tatsächlich dann geschafft, die Amerikaner zwischen sich und die Verfolger aus Österreich zu schieben. Die fahren jetzt in den Hafen, haben eine Menge zu feiern. Tonči überhaupt erfolgreiche Wochen erlebt vor etwas mehr als einem Monat bei den Olympischen Spielen in Tokio. Vor Inoshima das zweite Mal Silber im Laser gewonnen. Jetzt Silber in der Starboot-Klasse hier in Kiel. Also das sind sicherlich Tage, die Tonči so schnell nicht vergessen wird, wollen ja auch erstmal in dieser Klasse bleiben. Ja, also wir atmen jetzt auch erstmal in Ruhe durch. War ein langes Rennen. Wir können Ihnen leider kein Leaderboard zeigen. Hatten ja gesagt, dass es da die eine oder andere Problematik
im Tracking gibt. Deshalb wollen wir sie jetzt nicht zusätzlich verwirren, weil da Punkte stehen, die da nicht hingehören und so weiter. Es steht aber fest, und das stand schon gestern fest, Gold für den Italiener Diego Negri und den Deutschen Fridtjof Kleen. Silber geht nach Kroatien Tonči Stjepanović und Tudor Bilic. Bronze nach Österreich für Hans Spitzhauer und Christian Nehammer und die beiden, die das Rennen gerade eben gewonnen haben. Diese sechste und letzte Wettfahrt, Jorgen Schönherr und Markus Keu, sind nach unserer Meinung auf Gesamtrang 4 am Ende gekommen. Die hatten sich auch einiges vorgenommen und das Ganze dann auf Rang 4 in der Gesamtwertung beendet. Ja, Lena, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Ich habe nur einen Vorschlag zu geben. Ich glaube, Tonči Stjepanović sollte auf jeden Fall für den World Sailor of the Year, der jedes Jahr verteilt wird, in Betracht genommen werden, weil Silber bei den Spielen im Laser und Silber bei der Starboot-WM ist eine unglaubliche Leistung. Das muss ihm erstmal einer nachmachen. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sollten Sie sich in der Nähe vom hinter uns sich befindenden Hafenvorfeld im Olympiazentrum Schilksee befinden oder aber in den nächsten Stunden nichts vorhaben, einfach mal vorbeikommen. Da findet nämlich gleich die Siegerehrung statt, die Siegerehrungen, aber vor allen Dingen die Siegerehrung in der Starboot-Klasse. Da sehen Sie dann all die wieder, die sich gerade dort so ein packendes Finish in dieser sechsten und letzten Wettfahrt geliefert haben. Wäre doch auch ein ganz schöner Rahmen da für die Sportler. Dann ein bisschen mit dem gebührenden Abstand natürlich Publikum dabei zu haben. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, unter www.kieler-woche.de können Sie alles Wissenswerte über die diesjährige Kieler Woche bekommen oder, das kennen Sie auch schon von uns zum Ende der Sendung, Sie können uns folgen auf Instagram oder auf Facebook unter @kielerwochesailing. Ja. Ein schöner Tag geht dann zu Ende. Es hat lange gedauert, bis diese sechste und letzte Wettfahrt gestartet werden konnte. Hat mehr als eine Stunde gedauert. Ein Viertel der Crews wurde disqualifiziert. Unter ihnen auch die Titelverteidiger Mateusz Kusniewicz und Bruno Prada, die auf Kurs Silber relativ klar gelegen hatten und sicherlich aufgrund ihrer Qualität ist zumindest in die Reichweite gekommen wären, diese Silbermedaille auch zu gewinnen. Die mussten dann leicht betrübt in den Hafen fahren. Ja, morgen freuen wir uns nicht darauf, dass es der letzte Tag bei der Kieler Woche ist, weil es uns unglaublich viel Spaß bringt, aber wir freuen uns auf die 29er-Klasse. Genau. Nochmal eine ganz andere Bootsklasse, kleines Skiffs, Jugendbootsklasse. Also erst von den alten schweren Männern zu den kleinen Jungs auf den Skiffs. Also da wird es auch mal richtig Action geben. Kurze Rennen, viel Wind. Wir haben eine gute Windvorhersage für morgen. Also das Ganze, genau, um 10.45 Uhr melden wir uns dann mit Kieler Woche TV. Sag vielen Dank, Lena. Danke dir. Für die Expertise natürlich auch an dich, Johann, draußen auf dem Wasser, inklusive des Interviews gerade mit den beiden Silbermedaillengewinnern. Und dann noch der Hinweis, dass wir uns mit den Bildern des Tages von Lenny Binzus verabschieden. Morgen 10.45 Uhr, Kieler Woche TV. Bis dann.